Herzlich willkommen zu Call of Cthulhu. Ihr seid hier bei den Alrix und wir spielen das nun schon neunte Szenario unserer aktuellen Cthulhu-Kampagne Schatten von Golgoroth. Und das bedeutet, wir nähern uns dem Finale. Möglicherweise sind wir auch schon beim letzten Abenteuer. Es gibt eine kleine Chance, aber nur eine kleine, dass das hier das letzte Abenteuer ist. Ich rechne mal damit, dass es noch ein weiteres großes Finale geben wird. Es war das letzte Mal schon knapp, also. Viel ist geschehen mittlerweile. Ihr habt herausgefunden, dass der Orden des Silbernen Zwielichts die Insel Rillje aus dem Meer heben möchte, um ein gigantisches Wesen zu erwecken, das dort zwischen basaltenen Mauern in schleimiger Tiefe schlafen soll. Dazu brauchen Sie einige Dinge, die Sie nun alle haben. Die Scheibe von Rillje aus der Stadt ohne Namen, um die Tempelpforte zu öffnen. Das Unterhemd des Flaktos aus Kenia, um die Insel Rillje aus dem Meer zu heben. Und die Macht eines Gottes, Golgoroth. Um die nötige magische Kraft aufzubringen, damit das Ritual abgepaust auf das Unterhemd des Flaktos funktioniert. Ihr habt im Keller des Ordenshauses in Boston einen Brief gefunden, der alle Stationen der Kultisten beschreibt. Die letzte davon war die Osterinsel. Und das ist auch der einzige Anhaltspunkt, der euch jetzt noch bleibt. Ihr konntet die Glyphen auf der Tafel, beziehungsweise dem Unterhemd nie entziffern. Daher wisst ihr nicht genau, was euch auf der Osterinsel erwartet. Das Einzige, das ihr sonst noch wisst, ist, ihr habt festgestellt, an welchen Koordinaten genau sich die versunkene Insel Rillje befindet. Brubaker ist das gelungen. Das sind die Punkte, die ihr habt. Irgendwas passiert auf der Osterinsel. Jetzt, nachdem der Kult beide Dinge hat. Und die Insel, die sie aus dem Meer heben wollen, wo genau befindet sich die? Im letzten Abenteuer wolltet ihr mit einem Schiff wieder nach New York übersetzen, der Mauretania. Das hat allerdings damit geendet, dass das Schiff komplett ohne euch ankommt. Dr. Florence hat sich dem Meer und ihrem neuen Meister ergeben. Und Martin Brubaker und Emily saßen in einem Ruderboot mit zwei russischen Auftragsmördern, die als Priester verkleidet waren und Wodka in einer Bibel versteckt hatten. In einem anderen Ruderboot schippert der Agent des Kultes, der euch das Unterhemd von Flactus abgenommen hat, einem Kulttreffpunkt entgegen. Zwar schwer verletzt, aber am Leben. Er hat ja noch zwei Lebenspunkte, glaube ich. Dr. Florence ist verloren. Das bedeutet, Marina wird heute mit einem neuen Investigator zu uns stoßen. Wir haben also Martin Brubaker, den gestandenen Abenteurer und Charmeur, Emily Merriweather, Pferdemädchen und Boxsack der Kampagne. Und Marina, wer bist du von jetzt an? Captain Christopher Logan, im Dienste des Vaterlandes. Kurz und knackig. Wir werden erfahren, wie er zu uns stößt. Mehr dazu gleich im Prolog. Wenn ihr alles von der Kampagne sehen wollt, es gibt eine Playlist auf dem Kanal Schatten von Golgoroth. Dort findet ihr alles zur Kampagne in der chronologischen Reihenfolge. Wenn euch die Kampagne wenn euch die Kampagne gefällt, motiviert euch zu einem Kommentar. Gebt einen Like und wenn ihr ganz besonders mitfiebert, abonniert den Kanal. Wie immer auch der Hinweis, ihr könnt bei Becky auf Twitch vorbeischauen. Just Becky, Link ist wie immer unter dem Video. Da könnt ihr auch noch ganz viel über die Kampagne quatschen. Wird vielleicht relevant nach dem Finale. Und jetzt genießt mit uns das vorletzte, vielleicht auch letzte Abenteuer unserer aktuellen Kampagne, das da heißt Das Ritual. Jänner 1921. Wir durchbrechen die Jahresgrenze von 1920, das erste Mal in diesem Abenteuer, in dieser Kampagne, so lange spielen wir schon. In New York liegt Schnee.
als Emily und Martin Brubaker schlussendlich dort ankommen. Die beiden Russen, mit denen ihr im Ruderboot wart, wurden von politisch Gleichgesinnten aufgelesen, die ein Fischerboot als Tarnung benutzten. Und so wurdet ihr auf einem stinkenden Fischerkahn mitgenommen. Das Ziel der Russen auf der Mauretania hatte tatsächlich überhaupt nichts mit euch beiden zu tun. Deshalb habt ihr euch einigermaßen gut mit den Attentätern verstanden und Bruderschaft aus der Bibel getrunken. Ihr werdet am Hafen von New York abgesetzt, lange nachdem die Mauretania dort angelegt hat. Es gibt keinen Anhaltspunkt über den Verbleib von Dr. Agatha Florence. Zur Erinnerung, die ist ins Meer gesprungen, was ihr beide aber noch nicht wisst. Also ihr kommt einfach sehr viel später im Hafen von New York an. Da hat die Mauretania schon längst wieder abgelegt und ist weiter in ihrer Kreuzfahrt. Niemand ist da, der euch erwartet. Keine Agatha Florence ist da. Und so müsst ihr von New York zurück nach Boston und dann auf das Land von Massachusetts, wo ihr ja ein Hauptquartier gefunden hattet. Eine Farm, die Dr. Edward Hall gehört. Dorthin sind er und Reverend Meriwether gezogen, genauso wie Emilys Pferd. Und dorthin könnt ihr euch schließlich zurückschlagen, wo man auch nicht weiß, was mit euch geschehen ist. Ich denke mal, ihr habt soweit vortelegrafiert, dass ihr mit der Mauretania ankommt. Und man hat auf euch gewartet. Das Schiff kam und ging, aber niemand von euch war an Bord. Deswegen geht's jetzt in diesem Abenteuer weiter, indem ihr den schneebedeckten Weg zur Farm runtergeht, die Wiesen, die Weiden, alle schneebedeckt, kaltes Weiß knirscht unter euren Füßen. Ihr habt euch von irgendeinem Taxi hier draußen absetzen lassen. Koffer oder so habt ihr keine dabei, nur die Kleidung, die ihr am Leib trugt, die zerrissen ist, nach Fisch stinkt. Und so klopft ihr an die Tür der Farm, als Schritte kommen, Dr. Hall öffnet, euch ungläubig ansieht, dann in einen freudigen Aufschrei ausbricht. Danach kommt auch der Reverend Meriwether, der Emily sofort um den Hals fällt. Und es gibt eine große Wiedersehensfreude nach euren bisherigen Abenteuern. Und auf der Farm ist auch eine Person, die ihr noch nicht kennt. Nämlich Captain Christopher Logan. Ja, der steht so ein bisschen im Hintergrund und ich halte mich so zurück und beobachte das Ganze eher so von ein paar Metern Entfernung wieder die freudige Wiedersehensbegrüßung. Ihr werdet mit Fragen bestürmt. Mein Gott, Emily, was ist denn nur geschehen? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Hey, du bist nicht angekommen und niemand ist angekommen. Niemand konnte mir sagen, was denn, was ist denn nun geschehen auf dem Schiff? Niemand ist angekommen, aber wo ist Agatha? Sie müsste auf der Mauretania gewesen sein. Nein, sie ist nicht angekommen. In der Tat, Dr. Florence war nicht auf dem Schiff. Wir haben mit dem Kapitän geredet und ich war aber auf dem Schiff und habe mich durchgefragt. Also man hat sie alle gesehen während der Fahrt und wir konnten auch noch ihre Tickets ausfindig machen. Der Captain hatte alles, aber sie waren einfach nicht an Bord. Niemand wusste, was mit ihnen geschehen ist und der Captain sagte, dass es auch einen Mord gab auf dem Schiff. Und meine Güte, wir haben uns solche Sorgen gemacht. Gab es wirklich einen Mord? Ja, politische Intrigen im Zarenreich. Also hatte das überhaupt nichts mit unserer Sache zu tun? Nein, aber unglücklicherweise ist uns das Unterhemd abhanden gekommen. Das bedeutet, die Kultisten haben nun alles, um ihre Insel aus dem Meer zu heben und ihren Schläfer zu erwecken.
Deswegen müssen wir uns beeilen. Wir müssen zu der Insel. Wir müssen das Ritual irgendwie aufhalten. Diese Kultisten ausmerzen. Ja, aber ohne meine Tochter, nicht wahr? Komm hier, Emily, komm, ich glaube, wir gehen. Ich bin so eher, ich mag eigentlich gar nicht so den Körperkontakt gerade. Ich bin ja so, und würde mich jetzt auch in mein Zimmer einfach ein bisschen... Reverend, geben Sie ihr ein wenig Zeit. Es ist viel Schreckliches passiert auf diesem Schiff. Was ist geschehen? Will ich's wissen? Ich glaube nicht, nein. Nein, wir wurden attackiert auf dem Schiff und Emily ist über Bord gegangen und war schwer verletzt und ich sprang nach, aber was mit Agatha passiert ist, sie wird wahrscheinlich, der Kult wird sie wahrscheinlich erwischt haben. Wenn sie nicht angekommen ist, dann... Haben Sie es gesehen? Sagt Dr. Hall wieder, er schenkt das hochprozentige Sein und Brandin inne hat und teilt ihn aus. Emily ist auf dem Zimmer. Nein, ich habe es nicht gesehen, aber sie ist, wenn sie nicht angekommen ist und sie ist nicht hier, wir haben uns ausgemacht, wir treffen uns hier, wenn wir getrennt werden. Und der Kult war auf dem Schiff. Glücklicherweise haben sie es beide zurückgeschafft. Also es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer, eine gute Neuigkeit. Ein Freund von Mr. McCall hat uns hier aufgesucht, Captain Christopher Logan. Ich exete den Brandy. Ich kannte diesen McCall leider nicht. Aber er war dieser Sache verschworen, noch bevor ich hier war, also. Sehr freut, Sie kennenzulernen, Mr. Brubaker. Logan, Captain Logan. Sie haben gedient? Immer noch. Vielleicht möchten Sie selbst erklären, wie Sie in Verbindung mit Mr. McCall standen, Captain. Ich habe mit ihm zusammen gedient, im großen Krieg drüben in Europa und, fassen wir es kurz, er hat mir das Leben gerettet. Und wenn McCall für diese Sache, für die Sie hier kämpfen, eingestanden ist und sein Leben dafür gelassen hat, dann ist das eine Sache, der auch ich mich verschreiben kann. Und wieso kommen Sie gerade jetzt zu uns? Nun, also, der Reverend hat mich kontaktiert. Wissen Sie, ich habe McCall damals, als wir auseinandergegangen sind, meine Hundemarke übergeben und mit der Bitte, er solle sie mir doch zukommen lassen, wenn er jemals Hilfe brauchen könnte. Und so wie es aussieht, ja, bin ich wohl ein wenig zu spät. Ich habe mir die Freiheit genommen, das zu recherchieren, ja. Okay. Ich dachte, wir können jede Hilfe gebrauchen. Vielleicht kann meine Tochter dann einsehen, dass sie die Sache von jetzt an auf sich bewenden lässt. Das stimmt, ja. Nun, ich konnte nur einen kurzen Blick auf sie erhaschen, aber sie wirkte wirklich verstört. Was ist denn passiert auf ihrer Reise, Mr. Brubaker? Also der Reverend und Dr. Hall hier konnten mich soweit in Kenntnis setzen über die Geschehnisse hier in Boston. Aber was haben Sie erlebt dort drüben? Das ist schwer zu erklären, Mr. Logan. Kennen Sie die namenlosen Schrecken? Ich kenne die Schrecken des Krieges. Haben Sie schon jemals in den Abgrund geblickt? Und er blickte zurück und sagte, hallo? Ja, ich denke, ja. Reverend, wie viel weiß, das würde ich sagen, der Knilch, wie viel weiß er von dem Kult von Golgaroth? So viel, was ich weiß, was nicht viel ist, aber Dr. Hall konnte ihn ja mich etwas ins Bilde setzen. Oh ja, das bringt mich zu der anderen Sache. Haben Sie das Necronomicon mitgebracht? Dort stehen sich einige Dinge, die wir Captain Logan zeigen können. Ja, leider nichts. Das was? Ist ebenfalls abhanden gekommen. Sie haben auch das verloren? Es war eine sehr lange Reise um den halben Planeten. Tut mir leid, wir sind zweimal angegriffen worden. Und das Buch war sehr schwer. Also haben wir nichts. Das haben Sie gut erkannt. Wir haben alles verloren. Wir haben keine Aussicht. Die einzige Chance, die uns bleibt, ist, zu dieser Insel zu gehen. Und die Kultisten haben alles. Die Kultisten haben alles. Sie haben jeden Vorteil. Können wir irgendwie die Nationalgarde einschalten? Nun, ich... Haben Sie Kontakte?
Kontakte, ja, ob die hilfreich sind, wage ich zu bezweifeln, vor allem ohne jegliche Art von Beweise. Das hört sich nach einer sehr hanebüchenen Geschichte an, das alles. Ja, wäre Eggy noch bei uns, sie hätte den handfesten Beweis. Ich würde jetzt auch aus meinem Zimmer kommen, frisch umgezogen und im Gegensatz zu normalerweise schön in weiß und so, schwarz mit Hut. Dr. Hall hält dir auch einen Brandy hin. Brandy? Ja. Was heißt hier Brandy? Keine Sorge, Reverend, sie ist geeicht durch Wodka. Ich schaue den Reverend sehr, sehr vorwurfsvoll an. Es ist okay, Papa. Nein, es ist nicht. Doch. Nein. Sie hat viel durchgemacht, Reverend. Geben Sie ihr diesen Moment. Nun, ich denke auch in Anbetracht der Schrecken, die Sie hinter sich haben, wird Brandy Sie nicht verderben. Mhm. Und du schenk nochmal nach. Mhm. Kommen wir Stabilität zurück? Das haben andere Dinge auf dieser Reise getan. Emily, also ich hab mir eine neue Kirche gesucht, weiter oben in Arkham. Dort ist es ein schönes, ruhiges Plätzchen, da sollte uns nichts geschehen und dort kann ich hinwechseln und ich dachte, wir ziehen einfach dorthin in den nächsten Tagen und wir bauen ein Gesangschor auf, wir nehmen das Pferd mit. Nein. Was heißt ihr, nein? Ich kann nicht mitkommen. Ich muss hier etwas zu Ende bringen. Gib ihm eine Probe auf was Zwischenmenschliches. Einschüchtern, überreden, Charme. Das hat keinen Sinn. Das, warte, was habe ich denn mehr? Das ist zu gefährlich. Einschüchtern, Charme. Ja, habe ich geschafft. Okay, ja, er sieht davon ab, dich einzusperren. Gut so. Ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist, Emily. Ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee ist, aber es ist etwas, das ich machen muss. Ich habe Dinge gesehen, Vater, und es gibt kein Zurück mehr. Ich denke, das Kind hat recht. Und Hall legt ihm so die Hand auf die Schulter. Sie müssen sein, Senator Reverend. Hier geht es um die Rettung der Welt. Dagegen verblassen einige Dinge. Und manchmal muss man Dinge, die man liebt, loslassen. Ich glaube, ich brauche jetzt auch einen Brandy. Ich trete auf dich zu. Miss Meriwether, gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? Captain Christopher Logan, freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Emily Meriwether, freut mich auch. Aber Sie können sie Emily nennen oder M oder I? Nein. Nein? Nun, das gehört Miss sich doch auch nicht. So eine junge Dame sollte man mit gebührlichem Respekt ansprechen. Natürlich, selbstverständlich. Respekt gegen Frauen, das unterstütze ich ja. Ja, Captain Logan hier ist in der Armee und ist ein guter Freund von McCall. Oh, Sie kannten Mr. McCall? Ja, wir haben zusammen gedient. Sie waren bei seinem Tod dabei? Ich war bei seinem Tod anwesend. Nun, falls Sie es über sich bringen, wäre es mir sehr lieb, wenn Sie mir vielleicht ein wenig über seine letzten Stunden berichten könnten. Ich war leider die meiste Zeit in den letzten Stunden von Mr. McCall bewusstlos. Ich schaue den Reverend wieder vorwurfsvoll an. Ich sage Ihnen was, Captain Logan. Wenn sie mit Ihnen kommt, sind Sie für meine Tochter verantwortlich. Und dann möchte ich sehen, wie sie Ihnen dabei ergeht. Wenn ihr irgendetwas geschieht, werde ich Sie persönlich dafür verantwortlich machen. Reverend Mary, wenn Sie mit ihr aus dieser Tür rausspazieren. Miss Meriwether, ihr Mut in allen Ehren, aber das ist, glaube ich, kein Unterfangen für eine junge Dame wie Sie. Das habe ich die letzten Monate sehr oft gehört und ich muss das verneinen. Und jedes Mal hat es gestimmt. Nein, ich war immer ein wichtiges Mitglied dieser Gruppe und durch mich sind viele Dinge geschehen, die dazu geführt haben, dass wir aus manch brenzlicher Situation fliehen konnten. Ich musste nur
auf die harte Tour lernen, dass Vertrauen nicht immer gut ist. Nun, ich denke, man muss hier auch anführen, dass sie es mit dem, sadistischsten und verräterischsten aller Kulte zu tun haben. Ich würde jetzt nicht, die Weltbevölkerung an diesem Maßstab messen. Die ganze Angelegenheit ist mittlerweile sehr persönlich geworden. Und ganz ehrlich, in den letzten Monaten hat es so viel Tod und Verrat gegeben um mich herum. Ich habe lieber Leute um mich, die ich länger kenne als ein paar Stunden, denen ich vertrauen kann, die mein Leben gerettet haben. Vielleicht unterschätze ich sie. Mhm. Na gut. Das bringt mir noch zu einer Frage. Haben Sie, ich habe ja nur diesen Brief gesehen, haben Sie diesen Belphegor getroffen? Der hier den Brief unterschrieben hat? Kurz verstehen. Ja. Ja? Unglücklicherweise. Wir haben seine Bekanntschaft gemacht. Sie war fesselnd. Es ist ebenfalls ein, nun ja, gleichermaßen sinistrer Charakter. Wäre mir nicht aufgefallen. Du hast nicht immer seinen Hut. Ah ja, stimmt. Ja, stimmt, genau. Bastard. Ich werde noch viel mehr nehmen. In der Hutkrempe steht Eigentum von Belphegor. Ja, wir werden uns dieser Sache annehmen. Dieser Belphegor wird nicht lebend, nicht existierend aus dieser Sache herauskommen. Ich nicke dir zu. Das heißt, Sie müssen wohl oder übel auf die Osterinsel aufbrechen. Ja, ich kenne die genauen Koordinaten. Tatsächlich? 1:1. Ich habe sie in einem Grab in der Stadt ohne Namen. Die Koordinaten der Osterinsel? Nun, die kann man in meinem Atlas nachsehen. Nein, nein, die genaue Insel von Rayleigh. Sie kennen den Standort der Insel? Ja, wo sie auftauchen wird. Nun, dann können sie es noch verhindern, dass sie ihn erwecken, dass sie ihn herausholen aus den schleimigen Tiefen. Sie müssen dort hin. Ja, können wir einen Flug chartern? Ich glaube, 1920 war das Schiff bevorzugte Beförderungsmittel von New York aus. New York ist ein schöner Hafen. Boston hat auch einen Hafen. Ich werde mich drum kümmern. Ich glaube, ich kann. Also, Sie werden ein paar Mal die Schiffe wechseln müssen, aber es sollte erreichbar sein. Dann sollten wir uns zusammenpacken und so schnell wie möglich aufbrechen. Jeder Tag zählt. Ist es noch möglich, eine Nacht zu bleiben? Ich würde auch noch gerne ein bisschen Zeit mit meinem Pferd verbringen. Natürlich kannst du dich von deinem Pferd verabschieden. Nun, sie sind gerade erst angekommen und sie sehen so aus, als könnten sie eine Nacht in einem bekannten Bett gut vertragen. Ich könnte ein Jahr in einem Bett vertragen, aber das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel. Aber ich glaube, das Schicksal der Welt wird sich nicht morgen früh entscheiden. Wahrscheinlich nicht. Ihr bleibt also einen Tag hier und ruht euch aus. Okay. Vergangene Tage plus eins. Echt jetzt? Ich wusste es. Verdammt. Okay. Die Zeit läuft im Hintergrund. Ich werde aber eben auf jeden Fall fragen, also zu ihm, abseits von allen, dieser Logan. Mhm. Ich meine, ich möchte niemandem mehr vertrauen. Ich auch nicht. Aber glaubst du, stimmt das? Hat er wirklich mit diesem McCall zusammen gedient? Ich kann mich schon erinnern, dass wir diese Hundemarken bei ihm gefunden haben. Also die Geschichte ist plausibel und ich denke, dass wenn er wirklich ein Freund von McCall war, dass wir ihm schon vertrauen können. Aber ich habe auf dieser Reise, wenn ich eins auf dieser Reise bisher gelernt habe, dann, dass ich da nicht so der Maßstab für bin. Vielleicht kann dieser Logan Dynamit auftreiben, das er immer bei sich trägt. Schön sichtbar. Nur für den Notfall. Aber vielleicht können wir es noch ein letztes Mal probieren mit freundlich sein. Und Was hat dir jemals Freundlichkeit gebracht? Eigentlich eine wunderbare Freundschaft mit
Mit Grace und Eggy. Mit tot. Dir. Tot. Und fast tot. McCall. Tot. Und eigentlich mochte ich auch die Leute aus dem silbernen Zwielicht, bis ich herausgestellt hat, dass die eigentlich nicht so freundlich sind. Der dich geschlagen hat, der dich gefesselt hat, der dich nochmal geschlagen hat, nochmal gefesselt hat, abgestochen hat. Ja, wenn du das so sagst, hört sich das viel schlimmer an. Wenn du das so aufzählst, du musst es so abwechselnd machen, so. Eggy, Kultmitglied. Grace, Kultmitglied. Also, weißt du, hält sich das viel mehr die Waage. Die Waage, ja. Aber es sollte eigentlich mehr freundlich sein als Tod und Verderbnis. Nein, aber ich sehe es dir an, du hast dich geändert in den letzten Wochen, Monaten. Diese Reise auf diesem Schiff war nicht leicht. Und diese Priester waren keine Priester. Die hatten wirklich wenig Ahnung von der Bibel. Aber sie haben oft hineingesehen. Ja. Aber wir dürfen nicht meinem Papa erzählen, dass ich auch so oft wie sie hineingesehen habe. Wenn nur zum Beten. Du kannst, wenn du möchtest, so eine eigene kleine Bibel dabei haben, mit Wodka drin. Oh mein Gott, wie cool! Ja, gerne. War das so ein Abschiedsgeschenk, wäre cool irgendwie. Okay, dann hast du von dem einen. Oh, das wäre cool. Ich möchte nur, dass, wenn du das nächste Mal wieder Zweifel hast, zuerst schießt. Und erst im zweiten Gedanken vielleicht Freundschaft schließen möchtest. Das bin einfach ich. Ja, aber ich versuche, hast du schon gemerkt, ich war schon, wie ernst ich mich vorgestellt habe, sehr erwachsen. Ja, sehr erwachsen, wirklich. Die Monate vergehen, du wirst bald 18, ja. Ich möchte nur, dass im Zweifelsfall, falls sich Logan ein bisschen merkwürdig verhält, dass du ihn einfach nur mal ganz kurz abstichst oder so. Ihr genießt also hier ein Abendessen im Kreise der Eingeweihten. Danach könnt ihr schlafen gehen. Emily schläft bei ihrem Pferd. Na, so sehr liebe ich es auch nicht. Ich gehe mal zumindest hin. Streich's noch ein bisschen. Und am nächsten Morgen könnt ihr dann alles in die Wege leiten, um auf die Osterinsel aufzubrechen. Der Reverend Chef dir, Captain Logan, nochmal ein. Passen Sie auf meine Tochter auf, wenn sie schon unbedingt mitkommen muss. Das ist kein Ort für sie. Ich bin dagegen. Aber es interessiert ja niemanden. Vater? Tochter? Wir sehen uns. Ist das dein Ernst? Ah. Aber ich umarm dich trotzdem. Okay, er umarmt dich auch. Dann können wir vorspringen zu den Osterinseln. Ich lese euch mal ein paar allgemeine Dinge vor. Ja, Captain Logan. Während der Schifffahrt, Miss Merriweather, können Sie mit einer Waffe umgehen? Bisschen. Haben Sie? Ja, sie kann. Ich denke, wir nutzen die Zeit hier und ich unterweise Sie ein wenig, wie man ein Gewehr bedient. Und vielleicht könnten Sie das ebenso mit Ihrer Pistole machen. Ich weiß, wie man mit dem geht. Ich meinte Miss Merriweather hier. Ich kann sie in die Hand nehmen und ich kann schießen und ein bisschen zielen. Ein wenig Übung schadet nie. Okay, ihr wollt sie unterrichten? Mhm. In welcher Fertigkeit? Miss Merriweather, möchten Sie eher mit einer Pistole oder mit einem Gewehr lernen umzugehen? Beides wird dazu haben wir zu wenig Zeit. Ich glaube, das Gewehr... Nee, beides wird funktionieren, wenn ihr es aufteilt, aber nur einer von euch kann eines tun. Also Captain Logan könnte Gewehr und Bru Baker könnte Revolver, zum Beispiel. Genau. Cool. Ja, dann lerne ich beides, I guess. Okay, dann Captain Logan, mach bitte für mich eine Probe auf Gewehre. Ein 92. Nicht geschafft. Willst du Glück ausgeben? Nee. Okay. Logan, was haben Sie eigentlich im Krieg gemacht? Sie haben nicht geschossen. Nun, ich bin Feldarzt. Feldküche? Feldarzt. Oh, Arzt. Oh, Sie können zusammenflicken. Ja, so könnte man das nennen. Tatsächlich, in den Schützengräben ist es wirklich mehr ein Zusammenflicken als irgendetwas anderes, ja. Das war es bei uns auch immer nur. Leider. Ich denke, Miss Merriweather, vielleicht liegt... Willst du die Probe forcieren? Nein. Ich glaube, dass das Gewehr auch nicht so meine Waffe ist. Es ist mir ein bisschen zu schwer. Vielleicht liegt ihr Talent eher mit dem Revolver. Okay, du schaffst es einfach nicht, ihr irgendwelche relevanten Kenntnisse mit dem Gewehr zu vermitteln. Okay.
Revolver, Brubaker meine Probe auf Faustfeuerwaffen. Hebel spannen, 12. Wow. Extremer Erfolg. Extremer Erfolg. Geil. Okay. Deine Fertigkeit Faustfeuerwaffen steigt um 10 Punkte. 10? Ja. Schön. Bei einem extremen Erfolg um 10. Sondern hätte ich gesagt, du darfst hier einen W10 auswürfeln. Dann habe ich 30. Soweit kannst du Emily unterrichten. Danach fahren wir fort mit unserem Abenteuer. Die Osterinsel ist eine kleine Vulkaninsel. Sie besteht vollständig aus vulkanischem Tuffstein und fester Lava. Die Insel ist bekannt für ihre magnetischen Abweichungen. Kompasse etwa zeigen deshalb oft falsche Richtungen an. Es gibt keinen Hafen auf der Osterinsel, da Korallen und Lavariffe das Anlegen von Schiffen zu gefährlich machen. Stattdessen muss die Insel von den größeren Schiffen aus mit Booten erreicht werden. Das Klima ist subtropisch mit etwa 27 Grad. Auf der Insel gibt es Palmwälder, Maulbeerbäume und grasbewachsene Hügel. Die nächstgelegenen Nachbarn der Osterinsel sind die Galapagos-Inseln und Chile. 1921 gab es auf der Osterinsel nur ein einziges Dorf. Hangaroa hieß das. Die Insel ist ein chilenisches Protektorat und unter Kontrolle der chilenischen Marine. Es gibt in Hangaroa einen Militärgouverneur, der die Insel kontrolliert. Die Inselbevölkerung besteht aus etwa 1100 Einwohnern, die fast alle in Hangaroa leben. Es gibt im Dorf eine Garnison, die etwa 100 chilenische Soldaten umfasst. Die Einwohner sprechen Spanisch, die Angehörigen der Marine können aber auch gut Englisch für unsere Zwecke. Einer der bekanntesten Vulkane auf der Insel ist der Rano Raraku, ein erloschener Vulkan und ein riesiger Krater. Ein 126 Meter hoher Kegel in der Landschaft, den man von weit her sieht. An den Hängen des Rano Raraku befinden sich uralte Steinbrüche, aus denen die Moai gehauen wurden. Wann, weiß man nicht, aber die Moai sind Statuen mit überdimensionierten Köpfen, die überall auf der Insel stehen. 1921 kann man über 600 dieser Statuen auf der ganzen Insel verteilt finden. Ihr habt eine Passage auf einem Passagierschiff gemietet. Die Kajüten waren kleine Kammern mit Hängematten, die in den Wellen des Pazifik hin und her schwangen. Dabei konntet ihr Emily mit dem Revolver unterrichten. Und schließlich konntet ihr auf einen kleinen Frachter wechseln, der Vorräte und Waren in die Militärgarnison auf Hangaroa liefert. Das Schiff steuert die Osterinsel an, wöchentlich. Am Strand des Dorfes Hangaroa seht ihr, als die Insel in Sicht kommt, bereits einige Marinesoldaten stehen und mit Karren auf die neu eintreffenden Waren warten. Boote werden zu Wasser gelassen und auch ihr werdet mit einer knappen Verabschiedung des Captains in eins der Boote gesetzt und zu Wasser gelassen. Ein kleines Holzboot. Nur für euch drei und ohne Waren. Ruder werden euch ins Boot hinuntergelassen und man weist euch an, es am Strand des Dorfes zu vertäuen. Wenn die Ladung des Schiffs gelöscht wurde, werden es einige der Matrosen zurückrudern. Also rudert ihr los. Zwischen den anderen größeren Booten des Schiffes, welche die Ladung für die Insel an Bord haben. Es ist auffällig, dass die Insel und auch das Meer ringsum irgendwie lebensfeindlich wirkt. Die Sicht ins Wasser ist sehr gut, aber es gibt kaum Fische um die Insel. Man sieht riesige Basaltblöcke unter dem Meer. Der Teil des Meeresbodens, den ihr seht, der wirkt zerklüftet. Ins Meer geflossene Lava hat die Ränder der Insel sehr steil werden lassen. Es gibt weder Korallen noch Fische in diesen Gewässern. In der Ferne seht ihr die O'Higgins, ein Schiff der chilenischen Armee, das vor der Osterinsel stationiert ist, ein Marineschiff. Und während ihr rudert, könnt ihr eine Probe auf verborgenes Erkennen machen. Normaler Erfolg. Ja, same. 95, nicht geschafft. Rubik hat es nicht geschafft, ihr beide habt es geschafft. Okay.
sagen wir, Brube gerudert. Ihr beide seid auf die Insel gerichtet, haltet Ausschau. Und plötzlich seht ihr, wie sich die Marinesoldaten am Strand bewegen. Sie sprechen miteinander, bewegen sich, zeigen auf etwas und stellen sich dann in einer Reihe auf und legen mit ihren Gewehren an. Richtung uns? Ja. Ist das das Empfangskomitee? Ungewöhnlich. Haben Sie hier irgendein weißes Stück Stoff dabei? Nein, mein letztes Unterhemd habe ich hergegeben. Gleichzeitig hört ihr ein Platschen. Und aus den Augenwinkeln seht ihr beide einen gewaltigen Schatten unter den Booten. Kann ich feststellen, was das für ein Tier ist? Man braucht auf Naturkunde. Ich hätte Biologie im Angebot. Ja, passt auch. Eine 2. Oh, extrem. Eine 2? Extrem. Okay. Du siehst, einige der Matrosen in den anderen Booten beginnen aufgebracht miteinander zu reden. Einer nimmt ein Ruder, schlägt damit ins Wasser. Offenbar haben auch die etwas bemerkt. Was ist denn los? Und du hast es ganz kurz gesehen. Captain Logan, unter das Boot hindurchtauchen. Etwas, das hier eigentlich nicht sein dürfte. Etwas, das sehr ungewöhnlich ist. Ein Riesenkalmar. 25 Meter lang. Riesige Tentakel in alle Richtungen und mit den Tentakeln schwimmt er. Die zieht er immer wieder, fächert er aus und zieht sie ein, um zu schwimmen. Und so schwimmt er unter eurem Boot hindurch. Und am Rumpf, wo die Tentakel beginnen, siehst du einen großen Schnabel. Macht das Ding Anstalten, uns zu attackieren, oder schwimmt es einfach nur so drunter weg? Ihr seht, wie sich bei den anderen Booten Tentakel aus dem Wasser heben. Oh no. Andere Matrosen beginnen zu schreien. Und eins der Boote um euch herum wird mit Tentakeln, die an der Seite raufkommen, umschlungen. Und das ist nicht der Riesenkalmar, der unter euer Boot durchgetaucht ist. Also du kannst davon ausgehen, dass ihr angegriffen werdet. Rubika, schneller, Ruder, schneller. Schneller, was sind das für Kreaturen? Geben Sie den Revolver an Emily. Ich mache die meine Waffe fertig. Und ziele ins Wasser. Und wenn das Ding irgendwie auch nur einen Tentakel in unsere Richtung bewegt, werde ich drauf schießen. Okay. Brubaker, gib mir mal deine Stärkeprobe, da du ruderst. Ihr habt es ja bemerkt von Anfang an. 35, gewöhnlich. Das ist ein gewöhnlicher Erfolg, okay. Lass mich ganz kurz etwas dagegen würfeln. Okay. Brubaker, Du ruderst, du wirst schneller. Euer Schiff hat keine Bahn. Das heißt, ihr setzt euch ein bisschen ab vor die anderen Boote. Hinter euch, wie gesagt, seht ihr, wie sich Tentakel aus dem Wasser heben und 5, 6 Tentakel am Rand eines der Boote sich hochtasten, das Boot umschlingen. Einige Matrosen springen vom Bord, ein anderer schlägt mit dem Ruder auf die Tentakel ein, Waren fliegen herum und dann wird das Boot in einem Knacken nach unten gezogen. Fässer schwimmen im Wasser, am Heck des Bootes wird bodelnder Gischt aufgewühlt und dann kommt in der Gischt kommt ein Schnabel hoch und die Tentakel auf dem Boot, also sie zerbrechen das Boot nicht, aber sie reißen es so halb um, das Boot saugt sich mit Wasser voll, beginnt zu sinken, Matrosen sind im Wasser und ein paar Tentakel fassen Matrosen und ziehen sie Richtung des Schnabels. Ich schieße auf das Ding. Okay. Bitte, schieß auf das Ding. Du hast ein Gewehr dabei. Ich habe ein Gewehr, ich habe eine Lee Enfield mit einer 23, ein schwieriger Erfolg. Ein schwieriger Erfolg? Ja, du kannst Schaden auswürfeln. 10. 10 Punkte Schaden? Mhm. Ja, und dann lade ich nach direkt. Okay. Du legst an. Ein Schuss, halt, du triffst. Die Matrosen werden losgelassen und dieses Ding taucht in brodelnder Gischt ab. Und dann geht ein Ruck durch euer Boot und 2 Tentakel tasten sich nach oben. Und Brubaker, du merkst, du kommst nicht mehr weiter. Als würde irgendetwas Schweres unter eurem Boot hängen. Es sackt auch so nach unten, weiter rein ins Meer. Es läuft noch nicht voll, aber
Es ist nicht mehr viel zwischen Bug und Wasserstand. Schießen Sie, Miss Merryweather. Jetzt abdrücken. Okay, mach bitte eine Probe auf Frostfeuerwaffen. Ja, das habe ich leider nicht geschafft. Okay, du schaffst es nicht. Du schießt. Müssen beide Augen offen sein? Ja, immer mit beiden Augen schießen. Zwei weitere Tentakel tauchen auf. Vier Tentakel ploppen so rein in euer Boot. Ja. Halten es und tasten nach euch. Und einer der Tentakel tastet nach Emily. Die anderen drei halten das Boot. 33. Natürlich. Emily, du bist gepackt. Einer der Tentakel schlingt sich so um deinen Fuß hoch und packt dich und zieht dich Richtung Wasser. Ich versuche, sie zu halten. Du kannst auch selbst entweder... Kann ich mit dem Ding so auf das Tentakel hauen? Kannst du? Auf was würfel ich jetzt? Mach Nahkampf, ja. Mach Handgemenge Nahkampf. Boah, da habe ich halt auch nicht so viel. Habe ich leider nicht geschafft. Nicht geschafft. Du schlägst danach, fällst hin und wirst an den Rand des Bootes gezogen. Ich zucke mein Messer und versuche den Tentakel abzuschneiden. Weil ich halte sie. Weil Gewehr, also Gewehr auf die kurze Strecke keine gute Idee. Machen wir mal Captain Logan. Oh Gott, Nahkampf bin ich gar nicht gut. Pff, 53. Ey. Nicht geschafft. Du zückst das Messer, aber der Tentakel zuckt umher und wirft Emily umher wie einen nassen Sack und bam, du triffst daneben. Brubaker, mach eine Probe auf Stärke, die schwierig sein muss, wenn du sie rausziehen willst. Boah, schwierig? Oh. Nein, nicht mal nur gewöhnlich geschafft, nein. Okay, Captain Logan, stich danach. Brubaker, packt Emily, während Emily über den Rand des Bootes gezogen wird. Du hast sie an der Hand, an dem Arm und dann merkst du, wie sie durchrutscht, wie sie rutscht. Und dann wird sie über den Rand des Bootes gezogen und du hast ein Platschen und sie ist weg. Ich springe hinterher. What? Ich lasse das Gewehr liegen und nehme das Messer und springe hinterher. Eskalation. Okay. Eskalation. Ich weiß, warum ich mir so viel Schwimmen gegeben habe. Ich hab's geahnt. Messer zwischen die Zähne und springst rein. Mach bitte eine Probe auf Schwimmen. Eine 10, das ist ein extremer Erfolg auf Schwimmen. Okay. Du springst sofort hinterher. Du siehst, unter dir wird Emily zu dem Schnabel gezogen. Du siehst das Ding. Es ist unter dem Boot, hält mit drei Tentakeln das Boot fest. Mit einem zieht es Emily heran zu seinem Schnabel. Du bist als erster bei ihr und du kannst mit deinem Messer... Ja, ich würde meinen Arm so um sie schlingen und mit dem anderen Hand das Messer aus dem Mund nehmen und wieder attackieren. Oh Gott, bitte. 90, 96, nein, oh. Nahkampf... 96. Nicht geschafft. Aber ich halte sie. Ich habe sie so im Arm. So. Ja gut, aber deine Probe war nicht geschafft. Brubaker? Ich nehme das Gewehr, was Logan fallen gelassen hat. Und ich... verdammte Gewehre. Und ich sehe ihn in das klare Wasser hinunter. Das hast du gesagt, dass es klar ist? Ja, ich habe gesagt, es ist klar, ja. Und sehe natürlich diesen riesigen Kalmar, ja, das siehst du. Den ich nicht verfehlen könnte, theoretisch. Und versuche mit dem Gewehr drauf. Okay, gib mir zuerst eine Probe auf Geschicklichkeit, ob du das, weil das Boot wird hin und her geworfen. 27. Okay, das ist tatsächlich kein Problem. Schwieriger Erfolg. Du hörst rund um dich herum, hörst du Leute schreien, Fässer ins Wasser klatschen, Boote splittern. Hier sind mehrere solche Riesenkalmare im Wasser und die attackieren die Boote. Gott, Captain Logan ist weg, Emily ist weg, du schnappst dir das Gewehr, das Logan liegen hat lassen, stellst dich auf die Reling, siehst es unten im Wasser, Boden, du siehst den Kopf und zielst. Irgendwo da unten muss wahrscheinlich auch Emily sein, aber du siehst den Kopf dieses Kalmars. Triff. Letzte Chance. Das ist verliert, das ist für den Kalmar, wenn du es da dran rubbelst. Ich bin nicht gut in Gewehren, sonst muss ich auch nachspringen. 83. Aber vielleicht kann Emily sich noch befreien. Ja, kann ich noch einmal hauen oder beißen. Ja, oder Emily so. Hat auch noch einen letzten Zug, bevor er zubeißt. Du triffst nicht. Im letzten Moment schaukelt das Boot. Du wirst zurückgestoßen. Der Schuss geht ins Wasser. Emily, du bist im Wasser. Du siehst das riesige Ding vor dir. Siehst, wie der Schnabel aufgeht, um zuzubeißen.
Auch du kannst nochmal versuchen, dich loszureißen. Der Schnabel ist so groß, also es ist nicht so, dass ich da so die Waffe reinstecken kann oder dass das so nicht mehr zugeht, oder? Könnte funktionieren. Also er ist nicht so groß, dass er dich in einem verschluckt. Also er würde mich eher abbeißen. Deswegen, ja, genau. Okay. Also der beißt rein in dich. Der beißt ein Stück in, von dir ab. Was müsste ich denn dann würfeln? Also du kannst dich mit Schwimmen befreien, du kannst dich mit Geschicklichkeit befreien, mit Stärke befreien oder mit Handgemengen im Nahkampf. Okay, dann würde ich es mal also mit... Also beschreib mir einfach genau, was du tun willst und ich sag dir die Probe. Ich würde die Pistole nehmen und so in seinen Mund reinstecken, dass er quasi nicht zumachen kann. Also das war wie eine Kiefersperre quasi. Das bedeutet, du hast Brubakers Pistole? Ja. Ja. Okay, gut. Sonst hätte ich ja mit mehr Pistole geschossen. Dann kannst du entweder auf Faustfeuerwaffen würfeln oder auf Nahkampf-Handgemenge. Kannst du dir aussuchen? Das ist beides scheiße. Ich dachte auf Geschicklichkeit. Kacke. Na gut, okay. Tui, tui. 6. Da kann man kein Glück aus. Kann ich da Glück ausgeben? Da kannst du Glück ausgeben. Oh Gott sei Dank. Ich gebe 4 Glück aus auf Nahkampf-Handgemenge. Also darf ich nicht dingseln. Und dann habe ich es geschafft. Okay. Er zieht dich zu dir hin. So mit dem Schnabel Richtung ein Arm. Und er schafft es wahrscheinlich, dass er dir den Arm am Unterarm einfach durchbeißt. Du nimmst das Ding, bist schneller, steckst es ihm ins Maul. Als der Schnabel nach unten geht und er sperrt, das Metall kann er nicht durchbeißen. Er sperrt und beißt dann wieder zu. Ihr habt euch nochmal alle eine Runde erarbeitet. Jetzt ertrinkst du einfach nur. Jetzt schwimmst du mit mir weg, bitte. Ich sehe jetzt ein, dass das nichts bringt mit Messer, weil zu glitschig und zu ungeschickt, Christopher. Deswegen versuche ich Emily jetzt einfach wegzuzehren und nach oben zu kommen aufs Boot. Ja, kannst du mit einer Schwimmenprobe machen. Schwimmen? Ich gebe jetzt diese 6 Glück aus, dann habe ich es normal geschafft. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Du schaffst es, Emily, diesen Tentakeln zu entwinden, mit ihr nach oben zu schwimmen und ihr seid ja nicht weit unter Wasser und ihr durchstoßt die Wasseroberfläche. Und ich hiefe, ich reiche die Emily hoch. Ja, ich ziehe alle hinein. Und dann ziehe ich mich hoch. Und ich rudere. Und ich schnapp mir das Gewehr wieder direkt und ziele. 3 Tentakel halten immer noch das Boot. Du kommst nicht weiter. Sehe ich die Tentakel oder sind die unter Wasser? Nein, die... Also die haben sie richtig... Genau, die schlängeln sich immer weiter ums Boot und halten das Boot. Und jetzt kann ich auch mal... Ja. Nee, zuerst noch du, dann kommt der Kalmar. Ich nehme ein Paddel und klatsche es auf einen Tentakel. Okay. So Handgemenge, Nahkampf. Gewöhnlich geschafft. Gut, du kannst Schaden auswürfeln. Das sind 1W6. Oh, mit dem Paddel 1 gepaddelt. 3. 3, okay. Gut, ihr beide seid im Wasser, seid aufgetaucht, Emily ist gerettet, jetzt kommt der Kalmar und er nimmt seinen Angriff zerquetschen auf das Boot. 45%. Boah. Und die 3 Tentakel drücken zu. 47. Ach Gott, ey. Um 2 nicht. Gut, schießen Sie. Ja, ich schieße. Ich schnapp mir das Gewehr wieder und schieße. Du musst zuerst aufs Boot klettern. Also ich dachte, wir sind schon hochgezogen. Naja, ich hab dich so hochgehievt. Und Nee. Ihr seid aufgetaucht, die Schwimmprobe wurde geschafft, du wurdest befreit. Ihr müsst jetzt zum Boot und das schaukelt ja. Und ihr müsst da wieder reinklettern, plumpst ins Boot. Und das ist quasi eure Aktion. Jetzt könnt ihr euch bewaffnen und dann in der nächsten Runde wieder angreifen. Ich schnappe mir das Gewehr. Meriwether, Miss Meriwether, geht's Ihnen gut? Alles in Ordnung. Wenn ich nochmal draufklappen kann, dann versuche ich nochmal mit dem Paddel. 24, yes. Schwieriger Erfolg, aber es erhöht sich ja nicht der Schaden. 5. Okay. Immer noch auf den gleichen Tentakel, den bearbeitest du und der Tentakel lässt los. Der Tentakel, also es fühlt sich schwammig an, irgendwie klebrig und der Tentakel lässt los und verschwindet im Wasser. Die Marinesoldaten haben ein Ziel ausgemacht und schießen bei, es sind mehrere im Wasser, 1 bis 25 ist eurer. 40. Ihr hört Schüsse, irgendwo schreien Leute. Leute sind im Wasser, schwimmen, aber es betrifft nicht euren Riesenkalmar, der jetzt wieder drankommt und sein Manöver zerquetschen. Nicht zerquetschen. Anwendet. 39!
Naja. Die verbleibenden zwei Tentakel sind am Boot. Er hat ja noch mehr. Es kommt noch einer dazu. Es geht ein Knacken durch das Boot. Und dann bricht irgendetwas Wichtiges am Rumpf des Bootes. Und ihr alle seht, wie es sich voll Wasser saugt. Ich schmeiß mir das Gewehr über die Schulter. Miss Merriweather, hängen Sie sich an meinen Rücken dran. Ich schleppe Sie. Brubaker, ich denke, Sie schaffen das, oder? Ja, natürlich. Und dann mache ich mich bereit, Emily mit mir an den Strand zu schwimmen. Und du springst ins Wasser. Okay. Brubaker? Die beiden sind weg. Das Boot saugt sich voll Wasser. Geht immer weiter runter, weiter runter, weiter runter. Du stehst da mit deinem Paddel. Mit meiner freien Aktion drehe ich mich um und sage, Logenschi... Captain wird mein Boot unter. Ja, das Boot sieht so aus, als würde es in der nächsten Runde untergehen. Ich kann es nicht retten oder nein. So. Okay. Ich nehme alles noch mit, was ich so habe. Meine Tasche. Okay. Wo ist mein Revolver? Der ist weg. Au contraire. Er ist in dem Schnabel von dem, Vieh. Sehe ich das? Nein. Ich glaube, der ist schon zerkaut. Na gut, dann laufe ich so in Zeitlupe diese 2 Meter von dem Boot oder 1 Meter vom Boot und hechte dann und im Hintergrund zerquetscht das Boot und ich liege in einem Ding. Macht bitte eine Schwimmenprobe, ihr beide. Ich hoffe, der ist so mit dem Boot beschäftigt, dass wir jetzt eine 2 extrem. Boah, geil. 6. 6. Schwierig, okay. Ihr beide, Captain Logan ins Wasser, hat Emily dabei, flügt mit schnellen Kraulbewegungen weg. Brubaker ebenfalls ins Wasser. Jetzt gibt es eine Chance von 75%, dass er so mit dem Boot beschäftigt ist, dass ihr wegschwimmen könnt. 1 bis 75 ist das Boot, darüber hinaus seid ihr. Oh Gott, 23. Gott sei Dank. Ihr schwimmt und schwimmt und schwimmt. Im Ohr habt ihr das Wasser, die spritzende Gischt, ein paar Schreie, das Knacken der Boote. Aber ihr kommt dem Strand näher. Zug um Zug. Der Strand ist weiß und von einigen lose stehenden Palmen überschattet. Es gibt keine Stiege für das Anlegen von Booten. Und hinter dem Strand seht ihr Holzhütten, die Nächer mit Palmblättern bedeckt. Dahinter gibt es angelegte Felder und seitlich der Häuser steht die Garnison der Marine, umgeben von einer hohen Palisade aus Palmstämmen. Darin ebenfalls einige Holzhäuser, das seht ihr so im Panorama. Die Marinesoldaten laufen euch entgegen, rein ins Wasser und ziehen euch aus dem Wasser. Andere sind bereits damit beschäftigt, andere im Wasser schwimmende Matrosen rauszuziehen, ein paar schießen ins Wasser. Ein paar versuchen Ladungen mit langen Stangen einzuholen. 1, 2 Boote, die unversehrt blieben, laufen auf dem Strand auf. Geschockte Matrosen springen runter, rennen weiter den Strand hoch. Einer der Soldaten brüllt die ganze Zeit Anweisungen auf Spanisch. Und einer, der euch gerade hochzieht, Emily entgegennimmt, spricht euch auf Englisch an. Da sind Sie verletzt. Wir haben einen Marinearzt in der Garnison. Gehen Sie dorthin, wenn Sie Hilfe brauchen. Alles in Ordnung. Mir geht es gut. Danke, Kommodore. Kapitän. Kapitän? Kapitän, geben Sie mir ein Gewehr. Ich kann helfen. Wirklich? Ja. Ich schätze, das hier muss erstmal trocknen. Und ich drücke ihm eins in die Hand und halte die Hand auf, dass er mir ein trockenes gibt. Ich habe nur meines. Ich schaue mich um. Irgendwie herrenloses Gewehr. Nee, sie haben alle ihr Gewehr dabei und sie wurden ja nicht angegriffen. Also. Nun gut, dann schaue ich mich um, ob ich Verletzte sehe. Gehen Sie hier hoch hinter mich, halten Sie sich am Strand. Ja, ich kann erste Hilfe leisten und ich gucke mich um, sehr gut. Ob Menschen Hilfe brauchen. Ja, es gibt schon verletzte Matrosen. Also einige, die einfach Platzwunden oder so haben, einige, die einfach zu viel Wasser geschluckt haben und halb ertrunken am Strand ankommen. Es gibt auch den einen oder anderen, der eine richtig, richtig fette Wunde hat, weil er offenbar von dem Schnabel erwischt wurde. Ich gehe zu denen, die am leisesten schreien, weil die am lautesten schreien, haben noch genug Energie zum Schreien, drück mein Gewehr Emily in die Hand und fange an, Erste Hilfe zu leisten.
Okay, das können wir so zusammenfassen. Das kannst du tun. Ihr beide könnt euch prustend aus den Fluten auf den Strand retten. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut, aber... Sehr gut, gib mir meine Ruhe wieder. Ja, ich muss dir da was gestehen, was passiert ist. Ich hab den in das Maul der Bestie gesteckt, damit die nicht an mir rumknabbert. Es tut mir leid, aber der Revolver hat mir das Leben gerettet. Der hat auch mir schon das oft das Leben gerettet und trotzdem habe ich ihn zurückgebracht. Es tut mir leid, ich habe ihn verloren. Bitte sei nicht böse auf mich. Dieser Revolver hat mehr Abenteuer erlebt als ich. Und darf mal was heißen. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ja, ich gehe ins Wasser zurück. Okay. Und sehe hinauf auf das Meer. Sehe ich noch irgendeinen Typen, der gerettet werden muss? Ja, es sind nur Leute im Wasser, die auf euch zuschwimmen. Auch ein paar, die noch schnell paddeln. Und an den meisten Booten hängt ein Riesenkalmar und zieht die Boote runter. Ich helfe nur den Leuten aus dem Wasser. Mir wurde auch geholfen. Also. Okay. Ich stehe nur mit dem Gewehr in der Hand da und schaue, wie alle Sachen machen. Ich blicke noch ein letztes Mal auf das Meer hinaus. Es hat meinen Revolver. Es tut mir leid, Bro. Das ist der schlimmste Verlust, den ich jemals ertragen musste. Und der Geist von Agatha ist... Das Meer hat zu viel genommen schon. Es wird Zeit, mir das zurückzuzahlen. Emily, du schaust auf das Meer hinaus. Ja. Okay. Ich stehe einfach am Strand und... Captain Logan verarztet die Verletzten. Wir sollten warten, bis Logan fertig ist mit seiner Pflicht. Und dann alles voraufsuchen. Vielleicht haben die Waffen. Mhm. Ja, dann könnt ihr so warten, am Strand mithelfen, die Verletzten versorgen. Irgendwann hört der Strom der Leute auf, die raus aus dem Wasser kommen. Die Boote sind entweder versunken oder haben seinen Strand geschafft. Gleiches mit ihrer Mannschaft. Fässer und Kisten mit Waren werden in den Strand getrieben. Leute stehen drin, so weit wie sie es halt wagen, und versuchen sie mit Haken einzuholen. Und dann kommt der Captain, der euch rausgezogen hat, wieder zu euch. Normalerweise ist es hier relativ sicher. Es gibt kaum Fische in den Gewässern und die Insel, aber in letzter Zeit sind diese Riesenkalmari aufgetaucht. Wir wissen nicht, was die Viecher dazu bringen, unsere Boote anzugreifen. In den Gewässern gibt es nicht viel zu fressen. Um die Insel haben sich nicht Korallengriffe gebildet. Gibt hier keinen Lebensraum für Fische und trotzdem sind sie hier. Seit einiger Zeit, immer wieder. Und vorher ist das noch nie passiert? Ja, es fing vor ein paar Wochen an. Vielleicht essen sie einfach gerne Menschen. Wie bitte, Miss? Dann darf ich sie fragen, was sie eigentlich hier zu suchen haben auf unserer Insel. Normalerweise nehmen wir nur Waren entgegen. Ich will die Statuen sehen. Urlaub. Die großen Köpfe. Forschung. Hochzeitsreise. Sie haben sich ja einen wundervollen Zeitpunkt ausgesucht. Ja, das hätten wir uns auch ein bisschen angenehmer vorgestellt, hier anzukommen. Nun ja, Sie sind nicht verletzt? Nur mein Stolz. Nun, einer von Ihnen wartet gerade meine Verletzten. Sehr gut. Wer ist dieser Mann? Captain Chris Logan. Captain Logan? Ja, er hat gedient oder dient immer noch. Ich kenne mich nicht so genau aus mit Militärring. Nun, so einen können wir in der Tat hier gebrauchen. Ja, aber er ist Teil unserer Gruppe. Er ist unser Arzt. Keine Sorge, ich werde Ihnen Ihren Arzt nicht wegnehmen. Dann sieht er dich an. Runzel kurz die Stirn. Dann sieht er dich an. Runzel ebenfalls die Stirn. Woher, sagen Sie, kommen Sie? US&A. Tatsächlich. Nun... Mir scheint, haben wir hier noch ein ganz anderes Problem. Männer, nehmt die beiden hier fest! Was? Was wird uns vorgeworfen, Kapitän? Und Gewehre werden auf euch beide gerichtet. Das kriege ich mit, oder? Ja, das kriegst du mit. Ich trete neben den Kapitän. Kapitän, was ist hier los? Warum richten Sie Waffen auf, meine Freunde?
Sie reisen mit den beiden, Captain? Nicken. Nun, es sind gesuchte Verbrecher. Was? Er deutet den Strand hoch an dir vorbei. Und am Strand, an der Außenwand der Holzhäuser, hängen Steckbriefe. No way! Auf diesen Steckbriefen sind gezeichnete Bilder, ziemlich akkurat, von Brubaker und von Emily. Es ist ein, ich weiß nicht, wie das ist, aber so ein Siegel der chilenischen Regierung oben, abgestempelt vom Militärgouverneur Ho selbst. Und auf den Steckbriefen steht, dass diese beiden Individuen wegen mehrfachen Mordes gesucht werden und sofort festzunehmen sind. Sehe ich etwas so aus, als könnte ich einen Mord begehen? Kapitän, es kann sich nur um ein Missverständnis handeln. In diesem Land habe ich noch niemals mehrere Leute umgebracht. In diesem Land, verstehe. Nehmt den beiden die Waffen ab und bindet sie. Nein. Zu spät, Kapitän. Zu spät. Ja, ich muss das. Das ist dein. Manuel, bring die Eisen. Ja, ich nehme das Gewehr wieder. Bring die Eisen. Und einer der Soldaten hat zwei so eiserne Handschellen. Die aber werden bitte, euch angelegt. Bitte vorsichtig, ich habe sehr empfindliche Handgelenke. Nicht schon wieder. Kapitän, also ich verbitte mir doch, also wir möchten bitte einen Anwalt. Vorsichtig, Captain. Ich habe keinen Steckbrief für Sie, aber wenn Sie mit den beiden gereist sind, könnte Ihnen Mittäterschaft vorgeworfen werden. Ich bin mir sicher, das ist nur ein Missverständnis. Es kann sich hier nur um eine Verwechslung halten. Wo kommen diese Steckbriefe her? Vom Festland? Vom Gouverneur. Will des Gouverneurs dieser Insel. Ich kenne den Gouverneur gar nicht und der kennt mich gar nicht. Woher soll der wissen, dass ich schon viele Leute umgebracht habe? Nun, dann werden wir das nachholen. Bringen Sie zur Garnison. Und Sie kommen auch mit. Ja, das hatte ich vor. Und so werdet ihr den Strand hochgeführt, an Holzhütten entlang zur Garnison. Einige Einheimische haben sich versammelt und beobachten euch. Das Garnisonsgelände ist mit dicken Palisaden aus Palmholz umgeben. Das Tor ist ebenfalls aus Holz gebaut und wird von einigen Soldaten geöffnet. Dahinter liegt ein Platz mit einigen Gebäuden an den Seiten. Also die Gebäude ducken sich an die Seite und in der Mitte ist der Platz, sandiger Untergrund. Eine lange Baracke dient als Unterkunft für die Soldaten. Es gibt Lagergebäude. Und das Haus des Militärgouverneurs der Insel. Das Haus steht auf Pfählen. Einige Holzstufen führen hinauf zu einem Tor, zu einer Tür. Und der Captain, der euch festgenommen hat, geht vor, öffnet die Tür. Dahinter seht ihr ein Büro, ein größerer Raum. Der Gouverneur selbst ist ein Mann Mitte 50. Er trägt eine hochdekorierte Uniform. Hinter ihm hängen Marinesäbel an der Wand und an den Tischen. Und an den Tischen sammeln sich Papiere. Auf den Tischen liegen Papiere und dahinter hängen Marinesäbel an der Wand. Hier seht ihr auch einen Funktelegrafen. Der Gouverneur sitzt hinter dem Schreibtisch, trinkt gerade eine Tasse Kaffee, sieht auf, als sein Captain hereinkommt und sieht direkt euch beide. Und auch ihr seht sofort, hinter ihm an der Wand hängen ebenfalls diese Steckbriefe. Gute Arbeit, Captain. Was wird Ihnen zur Last gelegt, Sir? Wir sind Mörder. Sie sind aus den Staaten geflohen und suchen Unterschlupf. Der Befehl wurde direkt aus Valparaiso telegrafiert. Von wo? Das. Da muss ein Missverständnis vorliegen. Ja. Du kannst eine Probe auf verborgenes Erkennen machen, Emily. Ich muss mal die Waffe da in den Fluten. Boah, was ist nochmal das mittlere? Schwierig. Schwierig, genau. Okay. Ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, siehst du, wie ein boshaftes Lächeln über die Lippen des Gouverneurs huscht. Ich stups Brubaker so ein bisschen an.
Und ich versuche dir so zu deuten und mit meinen weiblichen Intuitionen so. Kann ich Psychologie würfeln, ob ich das verstehe? Ich meine, eine Frau zu verstehen ist schon eine Herausforderung. Kannst du mal machen, wenn du möchtest. 15! Geschafft? Schwierig sogar. Okay, was möchtest du ihm zu verstehen geben? Ich versuche dir zu verstehen zu geben, dass ich denke, dass das einer vom Zwielicht ist. Und versuche so diese bisschen dieses Lachen von Wick nachzumachen. Okay, du verstehst das halt sofort. Du weißt ganz genau, was sie meint. Aber naja, da muss man Verständnis vorlegen. Wir werden nicht wegen Mordes gesucht. Ich trete vor. Darf ich mich vielleicht vorstellen, Captain Christopher Logan, und es kann sich hier nur um ein schreckliches Missverständnis handeln. Sie sind mit diesen beiden gereist. Ich nicke. Stimmt das, Captain? Naja, ich habe sie zusammen. Sie kamen aus dem von dem Boot, das uns die Waren bringt. Ich habe sie aus dem Wasser gezogen. Verstehe. Nehmen Sie ihn ebenfalls fest. Wegen Mittäterschaft. Aber wir kennen ihn doch noch gar nicht so lange für eine Mittäterschaft. Entschuldigen Sie bitte, ich bin ein Mitglied des amerikanischen Militärs. Tatsächlich so? Festnehmen? Sie haben meine Befehle gehört, Captain. Nehmen Sie ihn ebenfalls fest. Ach, ist das so beim Militär, dass man einfach nur Befehle befolgt, ohne dass man vorher mit den Leuten redet und sie irgendwie kennenlernt und sich dann vielleicht irgendwie austauscht und eine Lösung für das Problem findet? Ja. Ja. Also das finde ich nicht gut. Weil das... Werfen Sie sie in die Zelle, Captain. Doch nicht einfach... Er ist hier so amerikanisch Soldat und dann muss doch erstmal die chilenische Soldatenschaft mit dem... Wir sind hier in Chile. Ja, und genau. Sie sind gesuchte Mörder aus Amerika, die von unserer Regierung gesucht wird. Bitte zeigen Sie mir das Telegramm aus den Staaten. Sie haben hierhin die Steckbriefe. Alles andere hat Sie nicht zu interessieren. Werfen Sie sie in die Zelle, Captain. Ich bin doch noch Kapitän, so morgen jung. Früh binden Sie sie am Pfähle und lassen Sie erschießen. Erschießen? Wir haben doch nicht mal einen Prozess. Das kann nicht rechtens sein. So, keine Anhörung. Ich muss insistieren, dass wir hier bitte einen Prozess erhalten und einen Anwalt zu sprechen. Aber mindestens sind wir hier in welchem Barbaren? Ich möchte gerne meine ranghöheren Offiziere informieren. Befehl ist Befehl, Kapitän. Sie wurden bereits von einer Staatsgewalt verurteilt. Schweigen Sie still! Sie sind sicher christlich, sind Chilenen christlich? Fix Katholiken. Ich lasse Ihre Leichen nach Valparaiso bringen, wo Sie Ihren Familien überstellt werden. Die falsche Religion! Gute Arbeit, Kapitän. Bringen Sie sie weg. Ich versuche nochmal... Also. Hier nochmal Scham spielen lassen können. Ja, genau. Während der Kapitän uns anführt, schaue ich ihn an. Kapitän, das ist doch nicht Ihr Ernst. Ich bin selber beim Militär und ich weiß, es ist schwer, den Vorgesetzten zu widersprechen, aber haben Sie von mir einen Steckbrief da gesehen? Nein, haben Sie nicht. Mach eine Probe, die das belegt. Hast du etwas auf Zwischenmenschliches? Überzeugen, kann ich ein bisschen... Wir haben eine Probe überzeugen. Nein. Oh, wobei, 10 Glück. Machen wir 10 Glück. Nice. Dem. Befehl ist Befehl. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in die Zellen. Aber du siehst, während er das sagt, er glaubt nicht so richtig dran. Also der findet das nicht gut, was hier geschieht. Darf ich auch noch mal so ein bisschen Augenaufschlag machen und sagen, also finden Sie das wirklich rechtens, eine junge Dame wie mich einfach so ohne Prozess in eine Zelle zu werfen? Nee, meine Scham. Die muss aber schwierig ausfallen. Schwierig? Okay, sonst hätte ich überzeugen. Denn hinter dir an der Wand hängt dein Steckbrief. ja, leider nein. Also ich hätte es normal geschafft, aber... Willst du Glück ausgeben? Ja. Oh. Ja, weil wir brauchen heute noch, gell? Ja, wurscht, ich gebe es aus. Ist nicht das erste Gefängnis, aus dem ich ausbreche? Ich geb 8 aus. 1, 2, 3, 4. Ja, passt, habe ich ausgegeben. Okay. Nun, Sie sind eine verurteilte Mörderin. Allerdings kann ich das kaum glauben, jetzt wo ich Sie hier sehe. Ich bitte Sie, versuchen Sie mit den Behörden in den USA Kontakt aufzunehmen. Ich glaube, es kann sich, wie gesagt, nur um ein Missverständnis handeln. Folgen Sie mir in die Zellen. Er führt euch runter, den Weg runter. Unten stehen Soldaten zu beiden Seiten mit ihren Gewehren. Die Tür ist offen und der Gouverneur schreit ihm nach. Morgen früh stellen Sie Pfähle im Hof auf und lassen Sie erschießen, zur 8. Stunde nach Mitternacht.
Haben Sie gehört, Kapitän? Ja, Sir. Ihr werdet auf den Platz geführt. Die Zellen liegen innerhalb des Areals der Garnison, sind im Freien. Dickes Palmenholz wurde wie Gitterstäbe aufgestellt und mit starken Tauen zusammengebunden. So entstand quasi ein Kasten mit zwei Zellen und ebenfalls nur zusammengebundenen Holzstäben als Dach. Sollte es regnen, werdet ihr alle sehr nass werden. Der Kapitän lässt die Türen öffnen und Emily wird in eine gestoßen und ihr beide werdet in die andere gestoßen. Ist man irgendwie komfortabler? Nein. Ich noch mal so schauen? Absolut nicht. Also es macht keine Anstalten, mir mein Gewehr abzunehmen. Doch. Euch werden alle Waffen abgenommen. Auch meine Peitsche? Ja, alles. Ja. Ist das so eine, sind das so Zellen, die, also wo wir uns sehen? Also wo ja, ja, so ja, ja. Also ja, direkt nebeneinander. So. Nebeneinander. Dann werden die Zellentüren geschlossen, die auch aus Holz sind. Und die Soldaten gehen weg. Und ein paar beginnen tatsächlich damit, Löcher für drei Pfähle in der Mitte des Platzes aufzuheben. Oha. Das ist lächerlich. Komplett lächerlich. Das ist schon fast eine Beleidigung. Ja. Hier auszubrechen wird ein Kinderspiel sein. Was? Sehen Sie sich diesen sandigen Boden an. Ich brauchte nur ein paar Stunden graben und könnte schon durchschlüpfen. Aber mit was willst du graben? Muskelkraft. Nein, aber es wird unser Problem nicht lösen. Dieser verfluchte Kult hat diese Garnison unterwandert. Also der Gouverneur ist Mitglied des Kults, definitiv. Das hätten wir uns auch schon denken können, dass sie sich da entweder komplett irgendwo verstecken, dass sie nicht auffindbar sind, oder die Regierung unterwandern. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Kult so mächtig ist. Ja, mächtig. Also wie kommen wir jetzt hier raus? Wo soll ich da anfangen? Sehen Sie sich diese Stricke an. Das sind hier nur Bambusstäbe eigentlich. Können die Stricke durchbeißen. Würde ein paar Stunden dauern, vielleicht ein Schneidezahn, aber... Ich will aber keinen Schneidezahn verlieren. Eigentlich will ich gar nichts irgendwie an Gliedmaßen verlieren. Das hat mir schon gereicht, wieder dieses Kalmar-Problem. Ja. Kann es nicht ja, einfach einmal... Mir hat es auch gereicht. Bro, es tut mir leid wegen der Pistole. Ich kannte diese Pistole länger als dich. Ja, du kennst, glaube ich, viele Dinge länger als mich. Nicht alles. Und nicht jeden. Aber Captain Logan hat sich doch jetzt schon ein bisschen bewiesen. Oder? Ja, er hat dich gerettet. Ja, stimmt. Das ist schon einmal mehr als du. Können Sie Spanisch? Französisch. Ich traf viele Frauen, die Französisch kannten, aber bei Männern macht das nie einen Sinn. Ich weiß nicht, worauf Sie hinauf wollen, aber ich denke, ich werde mal anfangen, unauffällig hier zu graben. Und, ich glaube, der Kapitän könnte uns vielleicht helfen bei der Sache. Wir müssten ihn nur irgendwie unentdeckt zu uns holen und... Ich glaube auch, dass er nicht gut findet, was hier passiert. Ich halte auf jeden Fall Ausschau und versuche ihn irgendwie unauffällig, ohne dass es die Agenten des Zwielichts mitbekommen, irgendwie herzubringen. Nun ja, ich werde mal... in irgendeinem im Eck, was am weitesten entfernt ist von den Soldaten, so unauffällig versuchen, so ein bisschen im Sand zu graben und die Bambusstäbe da auszugraben. Da geht meine Probe verborgen bleiben, ob das jemand bemerkt. Und ich stehe vorne, gebe meine Hände so durch die Vierecke der Gitterstäbe, durch diese Bambusgitterstäbe und schaue so, halte mein Kopf so an so einen Stab, schaue den Leuten zu, wie sie graben und halte auch schon, ob der Kapitän irgendwo hergeht und möchte pfeifen, sobald ich ihn sehe. Okay. Ja, und ich würde, wenn da jetzt irgendwelche Leute kommen, bevor die halt dann quasi dazu der nächsten Zelle gehen und Logan sehen, ich würde die auch einfach voll labern. Es kommt niemand zu euch. Also ihr werdet da mal eingesteckt. Das ganze Lager geht seine Wege. Captain Logan Griebt hat das nicht geschafft. Ihr seid in die Zellen, es wird nicht unbedingt jemand abgestellt, um euch zu wachen. Ich gebe Ihnen aber eine Chance von 60%, dass Sie das halt einfach bemerken. 68! Okay, also du gräbst da, ein paar Leute gehen vorbei, aber es scheint noch nicht unbedingt jemand zu bemerken. Brubaker,
Wenn du lange genug dort stehst, siehst du auch den Kapitän, der euch aus dem Wasser gezogen hat und in die Zelle geworfen hat, über den Platz gehen, ein paar Anweisungen geben, mit Leuten sprechen. Capitano! Und ich signalisiere Lunge, hör mal kurz auf. Und setz dich mal auf Nummer dahin. Klopfen wir den Sand ab. Und warte, bis der Captain auf. Er hört das, sieht kurz in deine Richtung. Hast du irgendwas Zwischenmenschliches? Natürlich Scham, ja. Ich bin ein Charmeur. Mhm. Mein Mann habe ich das schon lange nicht mehr gemacht. 24? Das ist ein schwieriger Erfolg. Okay. Du pfeifst ihm. Er dreht sich um. Ich bin schon verheiratet. Dann muss ich es enttäuschen. Zwei schlechte Nachrichten an einem Tag, Kapitän. Zwei schlechte Nachrichten. Was wollen Sie? Capitano. Yo no soy bandito. Ich bin kein Verbrecher. Sie sehen uns doch, wir sind keine Banditen. Das ist schon sehr merkwürdig, dass... Und ich winke ein bisschen und lächle ihm zu. Ohne Prozess hier eigentlich verurteilt werden. Das ist doch nicht möglich. Ja, das ist in der Tat etwas merkwürdig. Erlauben Sie mir die Frage, aber wie lange ist dieser Gouverneur schon hier? Lange genug. Damit wir seine Befehle befolgen. Ich meine, ich möchte niemandem etwas vorwerfen hier. Ich meine, vor allem ich jetzt hier da in dieser Zelle bin, aber... Corruptato? Sie, als eingesperrter Verbrecher, beschuldigen den Gouverneur dieser Insel, korrupt zu sein? Ich gebe zu, wir haben einige Feinde auf dieser Welt. Wir sind eine Abenteuergruppe, die vielleicht sich den ein oder anderen eingeborenen Stamm und vielleicht die ein oder andere Regierung sich zum Feind gemacht hat. Das gebe ich zu. Aber ist es nicht wirklich sehr merkwürdig? Wir kommen hierher und werden sofort ohne irgendetwas festgenommen und gleich zum Tode verurteilt. Für Verbrechen, die man nicht einmal richtig benennen kann. Wen haben wir umgebracht? Und welche Regierung lässt es zu, dass wir ohne Prozess einfach so... Nun, ich gebe zu, dass mir der Teil nicht gefällt. Vor allem Minderjährige erschießen? Ich sage Ihnen etwas. Ihr Captain wollte die Befehle sehen, die aus Valparaiso ankamen. Nee, ich habe sie selbst noch nicht gesehen. Ich werde sehen, ob ich sie finden kann. Heute Abend. Vielleicht haben wir dann etwas mehr Klarheit. Aber Sie sehen ein, dass es merkwürdig ist, dass Ihr Gouverneur nicht mal Sie einweiht? Bei dieser einen einzigen Sache? Corruptato! Ziemlich suspekt. Ja, nun, ich werde Ihnen so weit entgegenkommen, dass ich mir dieses Telegramm beschaffen werde. Danke, Kapitän. Ich denke, es wird sich alles aufklären. Kriegen wir vielleicht Wasser und Proviant oder so etwas? Ja, ich habe so Hunger. Ich werde Ihnen etwas zu essen bringen lassen. Grazie. Capitano. Ich lasse mich in den Sand fallen. Geht der wieder weg, der Kapitän? Er geht wieder weg, ja. Ich schaue dir ein bisschen beim Graben zu. Buddel, buddel. Mach bitte nochmal eine Probe verborgen bleiben für mich. Nein. Okay. Nein, ganz weit weg. 78. Du hast noch Glück. So mit den Pfählen beschäftigt. Ja, also der erste Pfahl wird gebracht, ein großer Palmstamm und wird eingeschlagen. Captain Logan, also während du da so buddelst, erzähle ich dir so ein bisschen was. Also weil ich sitze ja nur da und ich mache halt nichts. Also Sie waren im Krieg. Mhm. Und dort haben Sie Medizin gelernt. Ja, nicht direkt auf dem Schlachtfeld. Ich habe studiert an der John Hopkins und, naja, man könnte sagen, ich war kurz vor dem Abschluss, als rekrutiert wurde und ich habe mich mehr oder weniger freiwillig gemeldet. Und wie haben Sie dann McCall getroffen? Oh, wir haben im gleichen Regiment gedient und, ja, McCall war wirklich ein hervorragender Soldat, ein wirklich patriotischer Mann und man könnte sagen, eine Art Vorbild für mich, ja. Ich hoffe nicht so ein intensives Vorbild. Er war nämlich schon ein bisschen, wie soll ich sagen, ist exzentrisch das richtige Wort? Nun, ein Militärmann durch und durch.
Sind Sie auch so ein Militärmann? Ich hoffe, dass ich eines Tages so ein patriotischer, guter Mann werden kann wie McCall, aber ich würde nicht behaupten, dass ich ihm auch nur ansatzweise das Wasser reichen könnte. So seid ihr den ganzen Nachmittag in dieser Zelle. Ich würfel. 1 bis 50 bleibt das Wetter schön, darüber beginnt es zu regnen. Meisterwillkür. 75. Am späten Nachmittag kommt so ein richtiger subtropischer Regenschauer, benetzt die Palmstäbe über euch und durchnässt euch so richtig. Ihr habt ja keinen Schutz vor vom Regen. Ich sehe, dass Miss Merryweather friert. Ich ziehe mein Hemd aus und reiche sie durch die Gitterstäbe. Oh, und jetzt. Dankeschön. Friert? Wir haben Hochsommer. Ja, keine Ahnung. Ist es kalt? Nein, es sind 27 Grad auch. Ach so, dann friere ich nicht. Dann bin ich nur nass. Ihr seid nur nass. Okay. Dann behalte ich mein Hemd wohl an. Mach nochmal eine Probe verborgen bleiben für mich, für deinen Tunnel, den du angefangen hast zu graben. Eine 7! Diesmal bleibe ich sogar verborgen. Eine 7? Ja, das ist kein okay. extremer Erfolg. Hast du aber wahrscheinlich, das wahrscheinlich 96. Oh, ja. Ja. Am Abend dann stapft Captain Pereira. Habe ich vorhin gesagt, ist glaube ich untergegangen. Kapitän Pereira heißt er. Kommt auf euch zu mit Tellern in den Händen, die er recht gut balanciert. Stapft durch den Regen, auch das Essen wird nass, scheint ihm scheinbar egal zu sein. Und er bringt euch das Essen und je eine Flasche Wasser. Also genug Essen und Trinken. Danke, Kapitän. Dankeschön. Ja, Kapitän. Hatten Sie schon Erfolg im Beschaffen der Befehle? Ich kann das erst heute Abend versuchen. Ja. Wenn die ich hoffe nicht, dass das unsere Henkersmahlzeit wird. Nein. Nacht fortgeschritten ist. Oh, ich werde sehen, dass sie morgen früh auch noch einmal etwas bekommen. Oh, wäre es dann möglich, ein Croissant zu bekommen? Ich glaube nicht. Aber es ist das letzte Mal, dass ich etwas esse, vermutlich. Und dann kriege ich nicht das, was ich gerne möchte. Ja. Das ist schon sehr belastend. Genießen Sie die Nacht. Weißt du noch, in Afrika, als wir da in dieser Schöne waren, und uns diese Wüstenteufel angegriffen haben. Mhm. Konnte mich nur noch auf dich verlassen. Ich vermisse dich so sehr mit Revolver. Oh! Ich habe mir gerade gedacht, was habe ich gemacht? Ich wische meine Träne weg. Brubaker, reißen Sie sich ein bisschen zusammen. Wir sind hier schließlich in Gegenwart einer Dame. Mhm. Und ich sehe mich um. Ich? Dieses Kind? Und so wird es dunkel im Lager. Eure Begleitung, das ständige Tappen des Regens, Tappen und Tascheln des Regens. Die Leute verschwinden vom Platz. Was am Platz allerdings bleibt, sind jetzt drei Pfähle nebeneinander aufgebaut für das Erschießungskomitee am Morgen. Ich möchte den in der Mitte. Wie weit ist denn mein Tunnel gediehen? Ja, ich sehe mir das mal an, also ich als Ausbruchsexperte. Wie sieht das aus? Du hast den ganzen Tag gegraben. Du wolltest einfach richtig unten rausgraben, ne? Gut, also du hast es ganz gut vorbereitet. Hast du irgendetwas, das du würfeln kannst, damit du das schaffst, einfach durchzugraben? Geschicklichkeit, Stärke. Nee, sagen wir, das funktioniert so. Du wurdest nicht entdeckt. Das reicht. Du musst einfach weitergraben. Also das ist schon nicht so einfach zu machen, aber jetzt in der Nacht ist die Chance, dass ihr entdeckt werdet, wesentlich geringer. Wenn ihr die halbe Nacht weiter gräbt, dann würde es funktionieren, dass ihr euch bis in die Morgenstunden herausgegraben hättet, wenn ihr das wollt. Cap, ich bin eigentlich beeindruckt. Ja, dafür haben sie es schon mal gemacht. Schützengräben ausgehoben und ich buddel weiter, allerdings nicht mit bloßen Händen. Helfen Sie mit, Brubaker, dann geht's schneller. Ja, wenn Kapitän mit den Befehlen aufgetaucht ist und uns Nachtruhe wünscht, dann ist die perfekte. Oh, ich hoffe doch, er findet keinen Befehle. Wenn er den Beweis erbringt, dass keine vorhanden sind, exakt. Die Bestätigung, dass
unsere Regierung uns hilft hier. Aber was ist, wenn in unserer Regierung auch Leute vom Ziellicht sitzen und die das den Auftrag gegeben haben? Eben, ich bin eigentlich schon so weit, dass ich den Fall schon vorziehe, weil dann haben wir auch keine Chance mehr. Nun, ich denke doch, unsere Regierung ist... Also, das würde mich doch sehr erschüttern. Ja, wir haben Vertrauen in unsere Regierung. Unsere Regierung unterstützt ja jeden Einzelnen, den kleinen Mann, nicht wahr? Nun ja, ich könnte mir kein besseres Land vorstellen, in dem ich leben möchte. Sie etwa, Brubaker? Es gibt einen Grund, warum ich nie im Militärdienst war. Ich werde nicht gerne ausgenutzt und in fremde Länder geschickt, wo ich Kriege ausfechten müsste für Menschen, die nicht in den Krieg ziehen wollen, nur die Ressourcen dieses Landes haben wollen. Aber es ist eigentlich genau das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Wir sind in einen Krieg gezogen für Menschen, die nicht nur wir sind. Wir waren in vielen anderen Ländern dafür. Wir werden irgendwie schon ein bisschen ausgenutzt dafür, dass wir da irgendwelche Unterhemden holen und Scheiben und... Also eigentlich machen wir genau das, oder nicht? Nein, es geht um die Welt. Ja, aber... Selbst wenn niemand hier wäre, ich wäre trotzdem hier. Aber was du gerade erzählt hast, wie es ist, beim Militär zu sein, ähnelt irgendwie sehr dem, was wir die letzten Monate erlebt haben. Während ihr euch unterhaltet, im Hintergrund, es ist dunkel, versucht Captain Pereira, das Büro des Gouverneurs zu untersuchen, um an die Befehle zu kommen. Bitte verkack's nicht. Er hat... eine Chance von 50%. Das ist wenig. 4! Bam! Nice. Findet die Befehle für vom Zwiebel in Zwielicht. Er findet alles. Findet das Unterhemd. Das wäre geil. Mit einem extremen Erfolg. Ihr seht das nicht. Ihr bekommt das nicht mit. Ihr seid in eurer Palmzelle mit eurem Essen, redet, werdet nass. Grabt euren Tunnel und es ist Nacht. Also die Sonne ist untergegangen, es ist Nacht. Ein paar Wächter sind auf den Palisaden, auf den Holzpalisaden, aber es ist weniger los. Und so sitzt ihr im Regen. Ich hol meine Bibel raus, meine Russenbibel. Tu so, als würde ich lesen, aber ich nehme 3 kleine Schlücke vom Flachmann, in dem ein bisschen in dem Wodka drin ist. Okay, Emily ist ruhig, was nicht sehr oft vorkommt. Sitzt so an die Palmstäbe gelehnt und liest in ihrer Bibel. Und dann, so gegen Mitternacht, seht ihr, wie aus einer der Baracken eine Gestalt herauskommt. Logan! Okay, ich tue so, als ob ich schlafe. Die Gestalt geht auf den Platz, kurz zu den Palisaden. Ihr hört ein. Ich übernehme den Rest der Wache. Geh rein und ruh dich aus. Hi, Captain! Capitano! Jemand geht von der Palisade, geht rein. Dann ist es leer am Platz. Die Gestalt schlendert zu eurer Zelle. Hat eine Lampe dabei, so eine Blendlaterne, die ihr auf eine Richtung einstellen kannst. Hebt sie hoch und ihr seht dann im Schein der Lampe das Gesicht von Kapitän Pereira. Und? Und er hat ein Dokument dabei. Wie sieht das aus, Capitano? Ich habe etwas gefunden. Der Gouverneur hatte es im Tresor. Es ist von Vater Stanford. Stanford. Kennen Sie diesen Namen? Ja. Das Oberhaupt eines bösen Kultes. Tatsächlich? Sage ich ihm ja. Das silberne Zwielicht. Die waren nicht sehr nett zu mir. Nun, das war der Priester, der vor einigen Wochen hier ankam. Ein katholischer Priester, Vater Stanford. Er hatte einige Helfer dabei und sagte, er wolle beim Gouverneur ansuchen, Stellen im Dorf eine Kirche zu errichten für missionarische Tätigkeiten unter den Einheimischen. Er hatte ein Visum der chilenischen Regierung dabei, deshalb habe ich ihn vorgelassen. Sie haben einige Vorräte gepackt und sind
dann auf Motunui gerudert. Das ist eine kleine Insel vor der Küste. Direkt vor den Klippen, wo die Kultstätte Orongo liegt, falls Ihnen das etwas sagt. Und dieser Brief hier, er zieht ihn ganz heraus, ist von Vater Stanford an den Gouverneur. Darin schreibt er von Ihnen. Wie liebreizend ich bin. Eigentlich befiehlt er schon fast, und zwar ihre Festnahme. Hat er auch einen Grund genannt? Nein. Hier steht eine Beschreibung von Ihnen beiden und von einer Frau und dass er sie festzunehmen und zu erschießen hat, so schnell er kann. Mhm. Nun, Kapitän, was machen Sie jetzt mit dieser Information? Nun, es findet sich kein Siegel oder sonstiges aus Valparaiso darauf. Ein solches Telegramm gibt es nicht. Da versucht jemand uns etwas in die Schuhe zu schieben. Sie würden morgen Unschuldige töten. Und dieser Stanford. El Diabolico. In Betracht der neuen Beweise kann ich es nicht zulassen, dass sie erschossen werden. Holen Sie uns ein paar Waffen aus dem Waffenlager, medizinische Utensilien. Und man wird ihnen nichts nachweisen können. Wir werden verschwinden, ohne dass sie jemals hier diesen Käfig aufgesperrt haben. Was brauchen Sie? Zwei Revolver, ein Gewehr, Ausrüstung, um nach Motunui zu kommen. Eine Tasche mit medizinischen Utensilien. Verbände, Schmerzmittel, Morphium. Meine Peitsche. Das ist etwas zu viel, aber ich werde sehen, was ich tun kann. Was Sie entwenden können, ohne dass es auffällt. Na gut. Kapitän, Sie sind ein ehrbarer Mann. Ich gebe Ihnen diesen Rat und ich hoffe, Sie befolgen ihn, aber seien Sie vorsichtig. Diese Leute sind von einem bösen Kult. Sie haben keine Skrupel, jeden durch aus dem Weg zu räumen, der Ihnen nicht passt. Mhm. Also hoffen Sie, dass Sie und Ihre Männer nicht ihn in Vater Weg Stanford ist der Kult? Ja. Auf Motunui? Ja. Er hebt die Lampe wieder auf, sieht sich kurz um und geht dann weg. Wunderbar. Es ist gut, dass er das gefunden hat. Den Brief nimmt er mit. Den habt ihr nicht gesehen. Oh. Buddeln wir den Tunnel fertig. Mach den Tunnel fertig. Wie ist das dann eigentlich, wenn ihr aus dem Tunnel... Wie komme ich in diesen Tunnel? Ich habe den so gebuddelt, dass der genau da ist, wo unsere beiden Käfige zusammen sind. Oder wir sind. Holen einfach etwas, mit dem wir das aufschneiden können. Nee, Moment. Das habt ihr bisher tatsächlich nicht gesagt, Scheiße, dass du ihn da buddelst, sondern du sagtest, ja, ihr sagtet, ihr buddelt ihn hinten. Das ist ja kein Problem. Wenn hier die Käfige sind und hier Problem. Der Platz ist, dann habe ich hier im Eck gebuddelt. Also ich sicher nicht. Also du kannst nur auf deiner Seite buddeln, du kannst nicht auch auf Emilys Seite buddeln. Ja, auf meiner Seite buddeln, aber nein. Das von ihrer Seite nur ein bisschen. Es wird doch kein Problem sein, dass wir sie irgendwie befreien können von der anderen Seite. Ja, natürlich nicht. Wir suchen irgendeinen scharfen Stein und... Oder ein Messer und biegen so eine Bambusding zur Seite. Ich wollte nur fragen, weil ich schaffe es bestimmt nicht durch dieses kleine Loch, also was auf meiner Seite ist. Obwohl, ist sie nicht sicherer? Aber sie wird ja erschossen. Machen Sie sich keine Sorgen, Miss Meriwether. Die Situation ist unter Kontrolle. Gut. Das hört sich schön an, sowas mal zu hören. Brutus, könntest du auch öfters mal sagen, dass alles unter Kontrolle wäre? Ist nicht eigentlich der Tod auch eine Art Befreiung? Also, Mr. Brubaker, Sie können gerne hier drin bleiben. Nicht ich für meinen Teil werde warten, bis der Kapitän wieder hier ist mit der Ausrüstung und mich auf den Weg machen, Motunui machen. Es dauert etwa eine Stunde, bis wieder eine Tür aufgeht, eine Gestalt Richtung euch kommt, diesmal ohne jede Lampe. In der Dunkelheit. Nur beleuchtet durch das Licht des Mondes. Es ist Kapitän Perriere. Und er hat ein paar Dinge dabei. Eine Machete. Zwei Gewehre der chilenischen Armee. Das sind noch alte Gewehre mit Bajonetten drauf. Oh. Und einen alten chilenischen Sechsschüsser. Ein bisschen rostig, ein bisschen verzogen.
Danke, Kapitän. Dankeschön. Also Motunui ist eine kleine Insel. Sie müssen an die Südwestspitze der Osterinsel. Dort liegt die Kultstätte, die ich Ihnen vorhin genannt habe, Orongoro. Orongu. Dort in der Steilwand befindet sich ein Pfad. Der führt die Klippen hinunter und von dort müssen sie schwimmen. Schwimmen? Es gibt dort keine Anlegestelle und keine Boote. Motunui ist nicht bewohnt. Also ich glaube, es gibt dort einen sehr alten Tempel, der mittlerweile verfallen ist, aber es ist nur eine weitere der unerklärlichen Stätten dieser Insel. Nun, das ist alles, was ich für Sie tun kann. Was ist Ihr Plan? Wir sagen es Ihnen lieber nicht, damit Sie kein Mittäter sind. Bin ich bereit. Sie werden unter meiner Wache verschwinden. Ich habe den Wachmann weggeschickt. Sollen wir Sie noch K.O. schlagen vielleicht, damit es glaubwürdiger ist? Good point. Er tritt einen Schritt zurück. Nun kommen Sie heraus und geben Sie Ihr Bestes. Also mein Bestes ist nicht gerade viel, aber ich versuche ihn ein Blau zu machen. Vor dir sind immer noch die Gitterstäbe. Zwischen euch. Also. Ja, wir haben hier eine Machete, ne? Ja, ich fange an mit der Machete die Seile durch. Nee. Doch, ich fange an, die Seile durchzuschneiden, aber so, dass es so aussieht, als ob sie von außen aufgeschnitten sind. Und der Tunnel ist mittlerweile. Eine Probe auf Handgemenge. Damit das wirklich so aussieht, als wäre es von außen. Optional kann ich mich auch durch den Tunnel quetschen zuerst und außen. Ich möchte nur wissen, was du tust und alles wird Konsequenzen haben. Ich quetsche mich durch den Tunnel, damit es glaubwürdig aussieht, als ob da wirklich jemand durchgerobbt ist. Dann nehme ich die Machete und schneide von außen die Seile durch. Okay. Ja, stimmt. Ja. Mach eine Geschicklichkeitsprobe, wo du durch den Tunnel kommst. 14. Das ist fast extrem. Okay. Ja, funktioniert so. Captain Logan ist dann plötzlich weg, quetscht sich durch den Tunnel, kommt von der anderen Seite raus, kannst herumgehen, die Machete nehmen und kannst beide Türen von außen öffnen. Gut gemacht, Logan. Dankeschön. Ich nehme alles. Nehmen wir es auf mich. Captain, glauben Sie mir, das tut mir viel mehr weh als Ihnen. Und ich verpasse ihn einen auf die 12. Er funktioniert nicht ganz so. Es ist ziemlich dunkel, Captain. Okay, du holst aus und verfehlst ihn. Möglich? Das ist alles? Einmal versuche ich es noch. Ich liebe Sie, Kapitän. 2. Ich wollte kein extremer Erfolg. Ein extremer Erfolg? Jetzt ist es immer glaubwürdig. Okay. 1W3 Schaden, das sind 3 plus 1W3, du hast keinen Schadensbonus. 5 Punkte. Okay. Das könnte bei jemandem schon eine schwere Wunde sein. Du versetzt ihm einen Kinnhaken, einen dermaßen heftigen Kinnhaken, dass er bewusstlos umfällt. Nein. Oh nein. Was hast du getan? Logan, bitte sind Sie sicher an, habe ich etwas... Brubaker, ein bisschen mehr Selbstkontrolle würde Ihnen gut zu Gesicht stehen. Ich untersuche den Mann, ob er es überleben wird. Ja. Nun, er wird es überleben und es ist immerhin jetzt ein glaubwürdiges Bild, dass wir ihn hier so liegen lassen. Also, ihm fehlt ein Zahn, der Mund füllt sich voller Blut, er liegt da, jetzt so gehängt aus. Ich drehe ihn so, dass er nicht an seinem eigenen Blut erstickt. Okay. Ich tätschel nochmal seinen Kopf. Hört so ein bisschen gurgeln. Es tut uns leid. Bitte vergeben Sie uns. Haben wir auch, hat er auch eine Tasche mit Arzt-Stuff? Nein, hat er nicht. Ich denke, wir haben keine Zeit, noch uns weiter hier umzusehen. Es muss so gehen. Ja, sollten uns aus dem Vorschleichen. Wir wollen uns nicht nochmal umschauen. Es ist eigentlich ja niemand da. Er war die Wache. Was brauchst du noch? Weiß ich nicht, braucht ihr nicht noch irgendwas? Ihr braucht immer so viele Sachen. Immer wenn wir auf irgendein Abenteuer gehen, gehen wir erstmal stundenlang irgendwo einkaufen. Und Leute geben uns stundenlang irgendwelche Sachen mit. Ja, da haben wir auch... Jetzt sind wir zufrieden mit 3 Waffen? Ja, da haben wir auch Zeit. Wir sollten hier verschwinden. Wenn wir was brauchen, können wir das auch in der Stadt... Der Gedanke ist sehr gut, allerdings sehe ich doch ein gewisses Risiko hier, dass man uns entdeckt. Ja. Stehlen wir uns den Rest in der Stadt zusammen.
Hat der noch irgendwie sowas an sich, der Kapitän? Herr Kapitän, sicher. Ja. Ein Schlüssel. Er hat Schlüssel. Den Brief. Er hat den Brief. Er hat einen Säbel an der Seite. Er hat selbst ein Gewehr. Schlüssel und Brief würde ich mitnehmen. Okay. Er hat noch einen Revolver oder? Er hat sein Gewehr um die Schulter geschlungen und er hat einen Säbel gegürtet. Okay. Dann begutachte ich alles. Ciao. Euer Zeug ist irgendwo anders. Das hat euch nicht gebracht. Ja. Wir haben auch nicht gesehen, wohin sie das gebracht haben, oder? Naja, es gibt nur die Baracken und das einen Lagerraum und das Büro des Kommandanten. Wir können noch schnell in den Lagerraum. Wir haben die Schlüssel jetzt, ja. Werfen wir einen kurzen Blick in den Lagerraum. Kurzen Blick an, wenn da wer ist, dann müssen wir weg. Ich gebe euch den Schlüssel. Wer auch du immer. Bist der Heimliche. Ich? Du schaust nachher. Ich schon wieder? Okay. Also, Mr. Brubaker. Sie hat die Anführer des Silbernen Zwielichts mal zum Rhabarberkuchen eingeladen. Ich musste die ganz schön lange ablenken. Miss Meriwether, also... Das fühlt sich nicht richtig an. Ja, viele Sachen haben sich in den letzten Monaten nicht richtig angefühlt. Aber ich glaube, es ist eine gute Idee. Ich werde im Lagerhaus kurz nachschauen. Okay, du gehst zum Lagerraum, zum Lagerhaus. Ich stelle mich irgendwo in den Schatten und mache das Gewehr so bereit, dass wenn Emily da rausrennt, dass ich den Verfolger erschießen kann. Die Tür ist verschlossen. Du gehst hin, steckst den Schlüssel rein und öffnest sie. Mhm. Gib mir bitte einen Glückswurf. Das kann auch ein Gruppenglückswurf sein, wenn jemand von euch mehr Glück hat als Emily. Okay. Boah, geschafft. 17. Geschafft? Ja. Okay. Du öffnest die Tür. Drinnen steht ein Tisch, in der Mitte, ein ausgelegtes Kartenspiel, ein paar Einsätze, Alkohol, 4 Stühle. Offenbar nützen einige Soldaten diesen Raum hier, um in der Nacht Glücksspiel zu betreiben und sich zu betrinken. Oh Gott. Aber sie haben in dieser Nacht offenbar noch nicht angefangen. Der Lagerraum ist leer. Die Stühle sind nicht besetzt. Wunderbar. Puh, sehr gut. Ich gehe mal direkt zu diesem Tisch und schütte ein bisschen was von diesem Alkohol in meinen Flachmann. Also ich fülle den wieder. Das Erste, was sie tut. Fülle den erstmal auf. Schön meine Bibel rausholen. Und dann sehe ich mich um nach unseren Sachen. Ja, die sind da. Brubakers Peitsche. Mhm. Und weil du den Glückswurf geschafft hast, ist in dem Schuppen ein Riesenkalmar. Es riecht ein bisschen fischig. Der ist tot, aufgehängt an der Decke, offenbar um ihn zu untersuchen. Und davor liegt Brubakers Revolver. Das war genau der, der den Revolver verschluckt hat. Also er wurde aufgeschnitten, um ihn zu untersuchen. Aus dem Magen wurde der Revolver rausgeholt. Mhm. Richtig der, wo auf der Seite Brubaker eingeritzt ist. Oh, geil. Du musst ihn noch ein bisschen säubern. Er ist von Magensäften voll und ein bisschen korrodiert. Aber das ist der Revolver. Ich nehme... Ihr seid ja nicht mitgegangen, ich bin ja allein dort. Ich schnapp all unsere Sachen und ich nehme so unsere Sachen und den Revolver von Brubaker stecke ich erstmal ein. Und ja, wenn ich ansonsten nichts mehr... Also Brubakers Peitsche findest du noch? Ja. Alles, was ihr sonst noch dabei hattet. Ja. Also euer Zeug. Ja. Ich schnapp alle Sachen, gehe wieder, sperr zu und deute Brubaker so, die Peitsche! Und dann... Seid ihr wieder in der dunklen Vorplatz der Garnison. Niemand hat euch gesehen. Ihr könnt beim Eingang raus. Oder ihr hättet noch die langgezogene Baracke an einer Seite der Palisade und das Büro des Militärgouverneurs, das Haus des Militärgouverneurs. Da wird er wahrscheinlich auch schlafen. Können wir den Gouverneur vielleicht ausschalten? Brubaker, Sie möchten noch nicht einen Menschen... Ich glaube, wir sollten unser Glück heute nicht herausfordern, weil als ich gerade in dieses Lager bin, sah es so aus, als dass da normalerweise Leute sind. Und ich glaube, wir hatten gerade sehr viel Glück, dass da niemand war. Stimmt. Hauen wir ab. Denken Sie, wir können irgendwie hinten über die Palisaden oder vielleicht gibt es einen Hinterausgang bei den Palisaden? Durch den Vorderausgang. Wir haben den Schlüssel. Dann durch den Vorderausgang. Okay, ihr geht zum Haupteingang.
entfernt den Riegel, da ist so ein großer Balken hinten, den kann ihr runter tun, das zweiflügelige Tor öffnen mitten in der Nacht und einfach rausmarschieren. Das kann ja fast nicht möglich sein, dass mal irgendwas so einfach ist. Einfach? Wir marschieren einfach beim Vordereingang raus. Ich finde das schon. Marschieren, schleichen. Schleichen. Macht bitte nur, wo wir verborgen bleiben, wenn ihr schleichen wollt. Nein, 62. Da habe ich sowas von geschafft. Schwieriger Erfolg. Gut. Die anderen beiden nicht? Nein. Gebt mir bitte einen Gruppenglückswurf. Der, diejenige mit dem niedrigsten Glück, macht die Probe. 68, nicht geschafft. Genau als ihr durchs Tor geht, Emily ist versteckt, geht die Barackentür auf, ein Soldat kommt heraus, sieht sich kurz um, streckt sich und geht ein bisschen verschlafen direkt an die Palisade und öffnet so seine Hose im Gehen. Offenbar will er sich erleichtern. Und dabei hat er eine Chance von 40%. Dass er Captain Logan und Martin Brubaker entdeckt, gerade als er durchs Tor geht. Oh, 81. Gott sei Dank. Er stellt sich dorthin, kratzt sich, bleibt da stehen, pfeift und ihr merkt, er erleichtert sich gerade. Aber er sieht nicht in eure Richtung. Und dann seid ihr durchs Tor. Gut. Also, zum Hafen. An den Strand. Anlegestelle, irgendwas. Wo wollt ihr hin? Was wollt ihr tun? Naja, am Strand liegen doch sicherlich noch die Ruderboote von vorhin. Das Einzige, was das ist nicht vorhin. Das war. Also am Vormittag. Genau, das ist fast einen Tag vorbei. Ich möchte eigentlich nur. Wir sind voll bepackt mit Waffen und alles. Ich möchte nur etwas, wenn wir schwimmen würden, dass wir da nicht absaufen. Ehe. Geht also durch das Dorf, durch das nächtliche Dorf, bis ihr zum Strand kommt. Jeden Steckbrief, den ich sehe, reiße ich runter. Okay. Ihr hört das Rauschen der Wellen in der Nacht. Es ist ruhig im Dorf. Aber es gibt hier, wie vorhin schon erwähnt, keine Anlegestelle. Es gibt keinen Hafen und keine Anlegestelle. Boote müssen an den Strand gezogen werden und rudern dann auch gleich wieder zurück zu dem Schiff, von dem sie kommen. Und es gibt keine Boote mehr von dem Schiff, das euch hierher gebracht hat. Denn es haben ja Matrosen an Land geschafft und die sind auch wieder zurück. Ich schätze, es wird auf Schwimmen hinauslaufen. Ein paar Trümmer wurden angespült. Dann zu Fuß. Süden der Insel. Dann schlagen wir uns durch. Na, mach eine Probe für orientieren. Ich habe einen Kompass einstecken. Hilft dir was? Der gibt dir einen Bonuswürfel, weil ihr, wenn du dich erinnerst, welche Richtung er gesagt hat, gibt er dir einen Bonuswürfel. Aber ich dachte, die Kompasse funktionieren nicht auf den Osterinseln. Oh, stimmt, danke, das stimmt. So, habe ich vorgelesen, danke. Aber es wäre schon. Lieben Dank für den Hinweis, ja, das stimmt. Nee, der bringt dir nichts. Ich wurde jetzt nicht so der Streber, aber es muss schon korrekt bleiben. Aber ich habe ultimatives Orientieren. Ich kann, wenn ich drei Glück ausgebe, dann habe ich extrem Erfolg. Brauchst du nicht. Schwierig. Reicht. Okay. Kapitän Pereira hat euch gesagt, dass unter der Kultstätte Orongo. Ja, Klippen runter. Genau. Dahinter geht Klippen runter und dort gibt es einen Pfad und der führt an der Südwestspitze der Osterinsel. Quasi liegt direkt der kleinen Insel Motunui gegenüber. Emily kann das umsetzen. Ihr könnt einfach auf die Südwestspitze der Osterinsel zugehen, mitten in der Nacht. An einer Seite fällt die Steilwand 300 Meter zum Meer hinab. Auf der anderen Seite, im Inneren des Landes, noch in der Nacht, seht ihr den Krater des Vulkans Rano Kau, der ungefähr 200 Meter nach oben geht. Und dann habt ihr die Südwestspitze erreicht, während der Morgen langsam dämmert. Hier bietet sich ein überwältigender Blick über den Pazifischen Ozean.
und die Insel Motunui, die dahinter liegt. An der obersten Stelle der Klippen, da kommt ihr einen Weg rauf, seht ihr etwa 50 flache Häuser, alle aus flachen Natursteinplatten erbaut, ohne Mörtel aufeinander geschichtet. Die fensterlosen Häuser haben alle einen länglich-ovalen Grundriss mit einem tunnelartigen Eingang, der nur 50 cm hoch ist. Das ist der einzige Weg, wie man reinkommt in diese Häuser. Man muss kriechen. Auf den Dächern wächst Gras und das findet ihr vor hier. Das muss Orongo, diese Kultstätte, sein. Interessant. Aber ich will es mir nicht genauer anschauen. Ja, einen Blick könnten wir schon riskieren. Vielleicht finden wir was Nützliches. Ich wüsste nicht, was wir da drin finden sollten. Ich denke, wir sollten auf dem schnellsten Weg nach drüben. Diese Kultstätte ist nicht direkt neben dem Wasser, oder? Ist nein, nein, die ist auf den Klippen darüber. Da geht es 300 Meter runter. Aber vielleicht sollten wir doch wirklich einen ganz kleinen Blick hineinwerfen. Einen ganz kleinen. Ich würde zu einem von diesen Häusern hingehen. Okay. Und reinschauen zu einem von diesen Häusern. Dunkelheit. Darin. Hallo! Ist da wer? Die Stimme hallt ein bisschen wieder im Inneren, aber du bekommst keine Antwort. Passt du kurz auf mich auf? Ich werde mal einen kleinen Blick hinein. Ja, natürlich, kein Problem. Miss Merryweather, ich halte das für gar keine gute Idee. Vertrauen. Und ich kletter rein. Du kletterst rein? Ich hock mich davor. Wirfst dich auf den Bauch und schlängelst dich rein in die Dunkelheit. So ist das? Okay. 50 Zentimeter? Ich dachte, das ist schon so, dass ich so ein bisschen... Ich wusste nicht, dass es so entkriechen wird. Ich dachte mir, so ein hockendes Kriechen. Dann bist du im Inneren des Hauses. In der Dunkelheit. Das habe ich irgendwie nicht bedacht. Du wartest ein bisschen, bis sich deine Augen an die Dunkelheit gewöhnen und dann kannst du Schemen ausmachen. Innen ist ein großer Raum und der geht auch nach unten. Oh Gott. An den Wänden ertastest du aufgestellte Platten, siehst du ein bisschen die Schemen von Malereien und in der Mitte ertastest du etwas. Es ist groß, du gehst ein bisschen zurück und siehst dann so schemenhaft eine krude Statue aufrecht, die aussieht wie eine Mischung aus Mann und Vogel. Oh. Mann und Vogel? Ja. Aber ich nehme ansonsten niemanden anderen mit mir hier drin wahr, sondern ich bin da jetzt so. Mach nimm mal auf Horchen. Auf Horchen. Boah, jetzt muss mal wichtig werden, dann habe ich nicht geschafft. Hast du nicht geschafft. Also ich schreie es mal da zu euch raus. Also hier ist so eine riesige Statue, ich kann aber nicht genau sagen, was sie darstellen soll. Irgendwie so Mann-Vogel-Mixtur. Keine Kröte? Nein, keine Kröte und auch nicht sowas wie Eggie. Und hier geht doch irgendwie, wieso, da ist ein Loch noch, wo es runtergeht? Nee, nur oder? Das Ganze ist eher weiter nach unten gebaut, der ganze Wohnraum. Okay. Brubaker, da du der Einzige bist, der nicht auf das Loch fixiert ist, mach eine Probe Verborgenes erkennen. 66. Das ist... Oh, sehr gut, ich habe 68. Steigern zieht sich aus. Nur mal geschafft. Ja, du wolltest dich ja ein bisschen umsehen. Du siehst so auf Captain Logan, der vor dem Loch kniet, reinguckt, mit Emily spricht, hörst Emilys Stimme heraus. Und dann siehst du etwas zwischen den Häusern auf dem Dach eines dieser Häuser, das sehr niedrig ist. Eine graue Robe. Menschengestalt oder kleiner? Ja. Gehst du hin? Ja. Ich ziehe meine Waffe dabei. Es ist ein Mann in einer grauen Robe, der da auf dem Dach liegt. Liegt? Und dessen Körper
komplett zerschmettert ist. Sich Blut? Ja, schon. Dann ist es recht steil oder kann man da drauf klettern? Dann kann man drauf klettern. Dann kletter ich rauf und schau mir das an. Okay. Logan, da ist ein Verletzter. Mit gezogener Waffe natürlich. Was? Ja, so Flügel, glaube ich. Und ein. Ich weiß nicht, ansonsten sind ja auch noch so Zeichnungen an der Wand. Ich erkenne es nicht so genau. Brubaker, lebt die Person noch? Ganz im Ohr, wer ist der Hilfe machen, Brubaker? 57, nein. Okay. Schwer zu sagen. Ja, der Mann liegt da. Blut ist ihm aus dem Mund geflossen. Auch in der Robe ist Blut. Er liegt verdreht. Kenn ich ihn? Nein. Kennst nur die graue Robe. Die kennst du. Aus dem silbernen Zwielicht. So ist es. Und dann glaubst du irgendwo über dir das Flattern von Schwingen zu hören. Was? Uff, nein. Ja, Mann. Ich rechne, ich habe die Statue nicht gesehen. Sie sagt nur, Mann, vorher. Und ich sehe mich um. Ich, genau in dem Moment siehst du, wie etwas Großes, Schwarzes aus dem Morgenhimmel auf dich herabstößt. Du siehst einen schwarzen Rumpf, glühende Augen, riesige ledrige Schwingen, unter den Schwingen an der Brust noch vier Arme und einen langen Schwanz mit einem Dorn dran. Was? So sieht es aus. Was? Mach bitte eine Probe auf Stabilität, um festzustellen, ob du handeln kannst. Oh, das ist so cool. Ich möchte eigentlich nicht handeln. 16 geschafft. Okay. Wie hoch ist deine Geschicklichkeit? 80. Gut. Du hast die erste Aktion. Es kommt auf mich zu? Ja. Im Sturzflug. Auch wenn mir das wahrscheinlich Schaden macht, werde ich mit einem Hechtsprung von diesem Dach runterspringen. Mach eine Geschicklichkeitsprobe. Ja, da werde ich wahrscheinlich das Genick brechen. 65 gewöhnlich geschafft. Okay, 65 gewöhnlich geschafft. Das ist wie bei einem Handgemenge. Du wartest ab, springst zur Seite, außer Reichweite mit einem Hechtsprung runter und das Wesen möchte dich im Flug packen. Und du hattest einen regulären Erfolg. Ja. Es hat 45... Und wenn es einen schwierigen Erfolg hat, hat es das geschafft. 63. Du hörst das Rauschen von Schwingen über dir. Ein langer schwarzer Dorn an einem langen Schwanz schlägt hinter dir in das Gras. Und dann schraubt sich das Wesen auf den ledrigen Schwingen wieder nach oben. Und du bist mit einem Hechtsprung nach unten gesprungen. Ich glaube, das macht Lärm, oder? Ja, du hörst das Flattern von Flügel und siehst, wie Brubaker da runtergesprungen ist. Und mein Blick geht nach oben und sieht das Viech. Eine Stabilitätsprobe. 68. Das ist nicht geschafft. Okay, du verlierst 1W6 Punkte Stabilität. 3. Gott sei Dank. Soll ich noch eine Geschicklichkeit, um mich abzurollen? Oder? Nee. Das ist kein Schaden. Nein. Yes! Konkurtiger, was ist das? Ein Monster! Es hat mich attackiert! Obwohl, das hat doch. Da liegt einer von Sibyl ins Billicht! Ich fummel das Gewehr und lege an. Miss Merryweather, bleiben Sie auf jeden Fall drin! Okay. Hier ist so ein fliegendes Monstrum! Die Statue da drin hat die vier Arme! Ja? Eigentlich. Ja, hat sie. Hat sie? Gut, machen wir mal kurz. Was ist deine Geschicklichkeit, Captain? 60. Gut, dann kannst du jetzt mal schießen auf dieses Ding, während es sich hochschraubt. Normaler Erfolg. Gut, gegen sein Ausweichen, denn es ist in der Luft. Es kann ausweichen von 35. 9. Ein Schuss halt. Es weicht aus. Emily, du stehst drin in dieser Dunkelheit, siehst nur ein paar Schemen. Du hörst draußen schreien und jetzt einen Schuss. Mhm. Das Flügelflattern hörst du nicht. Mhm. Aber du hörst etwas anderes. Oh Gott. Nein. Kleine Steinchen rieseln auf dich herab von oben.
Und irgendetwas bewegt sich an der Innenseite dieser Hütte, innen, bei dir drin. Irgendetwas bewegt sich, hört sich an, als würde es irgendetwas ausstrecken. Oh Gott. Ich gehe, also ich bemerke das, und ich gehe langsam und leise zurück zu diesem Tunnel. Meine Probe verborgen bleiben. Weil ich möchte lieber draußen bei euch sein, als... Denn es hat geschlafen. Meine Probe verborgen bleiben. Wenn ich ein Glück ausgehe, gibt es schwieriger Erfolg. Macht's einen Unterschied? Ja. Ich würfel dagegen, also... Könnte sein, ja. Ja, dann... Achso, dann, ich habe 23 und ich habe 22. Passt, ich habe schwieriger Erfolg. Ein schwieriger Erfolg. Ja. Okay. 67. Also etwas ist mit dir hier drin, hängt an der Decke, bewegt sich so ein bisschen, als würde es aus einem Schlaf aufwachen. Du hörst leichtes Rascheln von Flügeln vielleicht. Mhm. Okay, ganz. Und so ganz leicht zeichnet sich an der Decke so eine schlanke Gestalt ab, wo so ein langer Schweif weggeht, der über ein paar Steine geschwungen ist. Ja, ich versuche ganz langsam zurück durch diesen Tunnel, durch den ich da gekommen bin. Das schaffst du, du hast die Probe geschafft. Ja. Und kriegst ganz langsam zurück hinaus. Da drinnen ist ein Monster! Und siehst so etwas direkt vor dir im Himmel, weit ausgebreitet auf euch herabstoßen. Oh Gott. Mach bitte eine Probestabilität. Ja, nicht geschafft. 1W6. Oh nein. Wieso? Ich würfel immer Anfall. Das gibt's doch gar nicht. Bitte voll einfach in Ohnmacht. Bitte nicht einfach in Ohnmacht fallen. Von Wahnsinn, ja, gar kein im Bock, Spielverlauf. Okay. Sieh deinen Anfall. Verwechslung. Anfall von Wahnsinn im Spielverlauf. Wer hätte das gedacht? Du bist es. Du stellst auf einmal fest, dass eine dir wichtige Person hier ist. Warum ist nicht wichtig? Es zählt nur, dass sie hier ist. Handle entsprechend deiner Beziehung zu dieser Person. Ich weiß schon genau, was ich mache. Okay. Wie lange? Achso. 1W10 unten lang. 1W10. 8. 8 Runden lang. Okay, dann komme ich raus und ich sehe dieses Monster, krieg meinen Wahnsinnsanfall und auf einmal sehe ich in Logan. Eggy, was machst du denn hier? Oh mein Gott, ich hab dich so vermisst. Und ich... Gut, Emily fällt dir an den Hals, umarmt dich. Währenddessen stürzt dieses Vogelding auf dich herab, da du geschossen hast. Okay. 55. Du siehst es auf dich zukommen, die Schwingen ausbreiten, die vier Arme ausgestreckt, der Dornenschweif zischt durch die Luft. Du kannst ausweichen, aber mit deinem Strafwürfel, weil Emily an dir hängt. Ich bin eh schon so schlecht im Ausweichen. Miss Merriweather runter. Oh, 23 geschafft. Ja. Okay. Du schaffst es trotzdem auszuweichen, sie mit dir nach unten zu reißen und die vier Arme des Dings greifen ins Leere und es schraubt sich wieder in den Himmel. Eggy, wo warst du nur? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Du bist nicht vom Boot gegangen. Bleiben Sie unten. Und. Ich drücke Emily so sanft nach unten. Bleiben Sie unten, Miss Merriweather, hier hinter das Haus. Brubaker kann mal schießen. Er ist dran. Ich schieße mal auf diese Kreatur. Mit meinem Revolver. 94. Gegen das. Okay. Piu. Voll daneben. Oh Gott. Gut, dann wäre jetzt Captain Logan. Ja, ich leg wieder an und versuch's wieder vom Himmel zu holen. Okay, hängt Emily noch an dir? Natürlich hängt noch. Gut, ein Strafwürfel. Eggy, ich muss dir so viel erzählen, es ist so viel passiert, oh mein Gott. Ich wurde abgestochen und dann haben wir dich nicht und dann sind wir in das Meer gefallen und ich hole noch so meine Bibel raus und jetzt habe ich die Bibel und da ist der Wodka drin, aber sag das nicht mein Papa und du weißt es eh sowieso. Ich versuche mich so gut wie möglich loszureißen. Miss Merriweather, beruhigen Sie sich, atmen. Brubaker, kümmern Sie sich um Sie. 92, nein. Okay, Emily ist mit dem Anfall beschäftigt und
Das Vogelding stürzt sich wieder auf Kapitän Logan. 90! Schafft es nicht. Wann ist Rubik jetzt eine Runde dran. Zu Ende? Es waren jetzt. Zwei Runden. Es sind schon zwei. Okay, ich duck mich weg. Und Miss Marietta, lassen Sie meinen Arm los. Aber Eggy, ich habe dich so lange nicht gesehen. Ich vermisse dich und ich brauche dich hier. Bruce lieb und alles, aber ich brauche dich an meiner Seite. Und ich umarme dich noch viel mehr. Okay, Brubaker? Ich schieße nicht auf die Kreatur. Ich gehe zu Emily und versuche sie mit einer Psychologieprobe zu beruhigen. Und wenn das nicht funktioniert, wieso hältst du da... Entschuldigung, wenn du das Kind haust, hau ich dich. Sie wird in ein paar Monaten 18. 36, das ist gewöhnlich geschafft. Okay, gut. Dann schaffst du es, sie so weit zu beruhigen, dass der Anfall abklingt. Und du verstehst... Emily, beruhig dich! Und ich bin auf einmal so verwirrt, weil ich so an dir... Und ich schaue dich sehr verzweifelt an, Miss Merriweather. Ich dachte, Eggy ist hier. Geht's wieder? Sag nein. Ja. Es tut mir leid, Captain. Schießen Sie! Bleiben Sie unten. Ich schieße. Das Ding ist direkt vor dir. Es stürzt herab. Normal geschafft. Okay. 82, ja. Ich treffe. Ja. Ja. Du kannst den Schaden deiner Waffe auswürfeln. Das sind 10. 10? Okay. Das Ding kommt auf dich zu, die Flügel ausgebreitet, die vier Arme ausgestreckt, der Dornenschweif zuckt in deine Richtung, es hat dich fast, dann knallt ein Schuss und es stürzt direkt vor dir auf die Erde, überschlägt sich ein paar Mal. Wenn du keine Geschicklichkeitsprobe schaffst, nimm das dich mit. Nein, nicht geschafft. Oh, Scheiße, ey. Es ist halt so nahe vor dir, es zieht, schlägt auf den Boden auf. Fängt sich in Todeszuckungen noch ein bisschen, schlägt mit den Flügeln, reißt dich um nach hinten und über die Klippe. Ich kann nicht noch nach ihm greifen? Kannst du. Oh Gott sei Dank. Mit einer Geschicklichkeitsprobe. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Die ich geschafft habe. Okay. Du wirst, Captain Logan wird mit dem Ding zusammen nach hinten über die Klippe geworfen. Und dann ist Emily da und hat dich an der Hand, am Handgelenk gepackt. Mach bitte eine Probe auf Stärke, ob du ihn hältst oder ob er dich mitzieht. Scheiße, ich habe nicht viel Stärke. Aber das sehe ich. Habe ich nicht geschafft. Okay. Du siehst, wie Emily einen kurzen Moment Captain Logan an der Hand hat, dann Halt verliert und mit hinabgezogen wird. Alter, diese Peitsche. Okay, Würfel auf Peitsche. Ja! Oh Gott! Ich habe 50 und ich habe 49 gewürfelt. Okay, Brubaker, komm heran, nimm die Peitsche. Die Peitsche wickelt sich um Emily und du hast sie. Nächste Hand dazu, mach bitte eine Probe auf Stärke. Immer muss ich sie retten. Ich habe 50. Ja. Ich habe 51 gewürfelt. Ja, das lassen wir gelten. 51, das ist so nahe, das wäre so unfair nahe, das lassen wir gelten. Rutsch ein bisschen mit. Du rutschst ein bisschen mit, aber du hältst die beiden. Emily, du hältst mit beiden Händen Captain Logan und die Peitsche hält dich. Logan, streng dich ein bisschen an, klettern Sie! Ich versuche dich irgendwie so in meinen Arm zu nehmen und zur Peitsche zu greifen und uns irgendwie da so hoch. Nimm mal eine Stärkeprobe. Oder Geschicklichkeit, kannst du dir aussuchen. Ja, beides. 36 ist geschafft. Ja, das schaffst du so. Ja. Du packst sie, kannst die Peitsche um dich wickeln und gemeinsam Brubaker zieht, du hältst. So. Zieht euch hoch und ihr liegt dann oben an der Klippe. Habe ich im Getümmel gehört, wie sie geschrien hat. Da drin ist auch so ein Vieh. Ich wollte nämlich auch gerade so sagen. Ich würde sagen, nein. Danke, Brubaker. Dann ist ja die Gefahr komplett gebannt. Was war das für ein Ding? Nein, da drinnen ist noch so eins. Und ich glaube, es ist gerade am Aufwachen. Wir sollten verschwinden, wenn das... Ja. Runter? Und ich schaue... Da können wir nicht runter. Nein,
theoretisch kann man... Hat er nicht gesagt, da gibt's Stufen? Aber suchen wir den Weg nach unten. Ja, wir sollten den schnell suchen, bevor wir so enden. Den findet ihr, der ist nicht versteckt, das ist kein geheimer Pfad. Okay. Okay. Also hier, ja, wenn ihr ein bisschen sucht, herumschaut, seht ihr einen Pfad, die Klippen runter. Der wurde irgendwann in unregelmäßigen Stufen aus der Klippenwand gehauen und führt so kurvig nach unten. Mhm. Den sollten wir entlang. Einfach schnell weg. Gehen Sie vor, dann Emily, Miss Meriwether und dann ich, und ich sichere nach hinten ab, falls das Ding... Genau. Wir halten noch immer im Himmel Ausschau, ob vielleicht noch so eine Kreatur kommt. Okay. Und so stürmen die am Rand der Klippen diesen Pfad hinunter. Hinunter, hinunter, hinunter. Ihr beeilt euch, ihr schaut nicht zurück. Die 300 Meter in Serpentinen nach unten. Und dort unten ist ein kleiner Strand, bisschen versteckt, sieht man von oben nicht gut. Und auf diesem Strand sind ein paar Boote. Es wirkt, als wurden die absichtlich dort platziert, damit man von dieser Seite die Insel erreichen kann. Und es gibt auch mehrere, nicht nur eines. Also offenbar rechnet irgendjemand damit, dass man von hier zur Insel fährt und mit Booten von der Insel wieder zurück. Wir könnten eines der Boote nehmen. Wir sollten mit zwei Booten fahren. Warum? Falls einer einen Kraken angreift, dass wir ins andere wechseln können. Und wenn der Kraken beschäftigt ist, rudern wir wieder weiter. Dann machen wir eins kaputt. Wir machen alle kaputt. Bis auf zwei. Okay. Schieben Sie rauf aufs Meer, wo Sie untergehen. Und das könnt ihr tun. Und dann fahren wir mit zwei... Einer das Boot und unser Boot rudern wir nach Otonoi. Miss Meriwether, bei wem sind Sie auf dem Boot? Ja, wir alle in einem, oder? Und das zweite? Ich dachte, binden wir fest. Ach so. Und ziehen uns hinterher. Ach so. Okay, ich dachte, wir sind so. Ich dachte, wir aufgeteilt, so nebeneinander. Ja. Das nebeneinander hatte ich auch gedacht. Ja, dann kommt eine Strömung und reißt wen weg und dann haben wir noch neue Probleme. Nein. Ja gut, okay. Dann wir macht das so. Ja. Schiebt die Boote ins Wasser vor euch. Hier hebt sich die Insel, Motunui. Eine kleine Insel mit Sandstrand, darf Palmen drauf. Kurz bevor wir dahin rudern, also vor langer Zeit, ich glaube irgendwann mal, habe ich ein Buch gelesen. Da kam witzigerweise auch eine Insel vor namens Motunui. Und da gab es eine wunderschöne Prinzessin, die auf dieser Insel gelebt hat. Ich habe eigentlich recht viel Geschichte. Kann das irgendwie, kann ich irgendwas zu der Insel noch was beitragen, was, dass ich dazu was weiß? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst? Du kannst auf Geschichte würfeln. Hab ich normal geschafft. Okay. Motunui ist eigentlich eine komplett unscheinbare Insel. Also da gibt es nichts, das einem bekannt ist. Ist eine kleine Insel, da wohnen keine Menschen, da gibt es nichts. Ist einfach eine Insel, die irgendwann dort entstanden ist. Was von viel mehr größerem Interesse ist, ist Orongo, die Stätte, aus der ihr kommt. Mhm. Denn dort, erinnerst du dich jetzt? Etwas zu spät, soll es eine Art Vogelkult gegeben haben. Und dort wurde eine Mischung aus Vogel und Mensch verehrt. Man weiß nicht genau, von wann die Stätte stammt, ebenso wenig wie man weiß, wann die Moai erbaut wurden, die großen Steinköpfe, die überall auf der Insel stehen. Aber immer noch stehen dort oben runde Steinhäuser mit kleinen Eingängen. Ich erzähle euch diese tolle Geschichte. Ja, und die Vogelmenschen, und irgendwie tut es mir leid, dass ich mich jetzt erst dran erinnere, weil dann wären wir vielleicht ein bisschen schneller durch die Kultstätte gelaufen. Naja, selbst wenn, wir hätten ahnen können, dass solche Monster dort noch existieren. Ja. Naja, wir eigentlich schon. Plötzlich beginnt euer Boot zu schaukeln. Hinter euch türmt sich eine Welle auf. Die Welle bewegt sich auf euch zu. Euer Boot wird in die Luft gehoben. Die Welle bewegt sich unter euch weg. Und die kommt nicht von hinter euch, sondern von seitlich. Also von seitlich und geht auch seitlich weg. Wow. Diese südpazifischen Wellen, davon habe ich gehört. Ich gucke, ob ich was im Wasser sehe, was die Wellen verursacht. Nein. Ich schaue nicht. Ich schaue natürlich, weil du auch schaust. Nein, meine Woche war. Boah, ihr das erkennen, Emily. Oh, heute, Ufit Elfer.
habe ich schwieriger Erfolg. Okay. In der Welle siehst du etwas, als Einzige siehst du dort etwas unter dem Wasser. Das Haupt eines gigantischen Kopffüßlers, der Kopf einer Obszönität, das Gesicht Tentakeln, die nach allen Seiten durch das Wasser pflügen, glühende Augen und den oberen Ansatz von Flügeln, die aus einem gigantischen Rumpf ragen. So sieht das aus, was da im Wasser ist. Oh, das schaut... Bruder, da schwimmt was, das schaut aus und wie Eggie, nur weiterentwickelt. Es ist riesig. Mach bitte eine Probe Stabilität. Also es ist so riesig, dass es euer Boot nicht wahrnimmt. Als Hindernis. Oh, ich glaube, ich sehe es jetzt auch. Ich habe es geschafft. Ich habe es zwar nicht geschafft. Dann verlierst du 1W10 Punkte Stabilität. Oh no. Not again. W10? Ja. 1W10. Ja, ja, eben, ja, was du schon siehst, ja. Okay. Bro Baker, da ist wirklich etwas. Ich lade durch. Warte jetzt kurz, ich muss das jetzt, das ist jetzt wirklich. Oh Gott sei Dank. Okay. Zwei. Okay. Du kannst dich so ganz still in das Boot zurücksinken lassen, während die Welle weg ist und die Ausläufer der Welle euch noch so ein bisschen treffen im Boot. Bro? Ja. Bro? Ja. Ich sehe es auch, da ist was. Ich ziele schon drauf. Nein, nicht schießen. Sehen. Es. Ein Kraken. Nein, Bru, es ist. Es ist wieder so eine Monstrosität wie aus ihren schlimmsten Albträumen. Es sieht aus wie Eggie, aber viel größer. Und es hat Flügel und. Logan, wirklich? Ja. Glaubst du mir nicht? Dann schaue ich mir das auch an. Sehe ich das noch? Nein, nicht. Es ist weg. Es ist weg. Es ist weg. Also ihr seht in der Ferne noch die Welle, die sich so ein bisschen um die Insel bewegt. Um Motunui herum. Aber ich sehe nur die Welle. Ja. Logan. Rebecca, da war wirklich was im Wasser. Und es hat uns überhaupt nicht bemerkt, als wären wir kleine Insekten, die mit ihrer mickrigen Existenz einfach nur auf diesem kleinen Schlammball im All herumkriechen. Moment, Logan hat es nicht gesehen, du hast die Probe nicht geschafft, auf verborgenes Erkennen. Achso, ich dachte, wenn sie drauf zeigt, dann... Nee, das ist nicht so offensichtlich. Das ist schwer zu sehen also unter den Wellen. Also wenn Miss Meriwether meint, etwas gesehen zu haben, außerdem schauen Sie sich diese Welle mal an. Das ist doch keine natürliche Welle. Natürlich. Die bewegt sich nicht wie eine Welle. Das tut sie wirklich nicht. Also, das ist eindeutig keine natürliche Welle. Das sieht jeder. Wir sollten einfach schneller rudern, damit wir schneller am Strand ankommen. Aber die Kompasse funktionieren ja auch nicht so gut. Also vielleicht ist es eine Eigenart von den Osterinseln, diese Welle. Nun, wie auch immer, wie diese Welle verursacht wird, ich möchte nicht zum Kentern gebracht werden. Ich schnapp mir das zweite Paar Ruder, was in meinem zweiten Boot liegt, und ruder auch. Jetzt beruhigen Sie sich ein wenig und dann rudern wir weiter. Ihr rudert, sie rudert. Dann kommt der Sandstrand der Insel Motunui in Sicht. Palmenhohe Gräser, hügelige Landschaft. Sie wirkt vollkommen verlassen. Bis auf die gut 20 Ruderboote, die auf den Strand gezogen wurden. 20? Oh Gott. Ja, ich denke, der Kult ist schneller als wir gewesen. Den einzigen Vorteil ist die Überraschung, die wir haben. Wir müssen jedes Boot kaputt machen. 20 Boote? Was wissen Sie über dieses Ritual? Was sollte hier passieren? Wir konnten leider niemals die Inschrift identifizieren, aber die auf den Steinplatten in der Stadt ohne Namen habe ich nicht das Ritual gesehen. Ich habe nur eine Scheibe. Denken Sie, wir können... Ihr habt auch das Necronomicon nicht mehr, wo ihr nachlesen könnt. Denken Sie, wir können uns irgendwie, ich weiß nicht, verkleiden, um weniger aufzufallen, oder wie... Ist in den Booten irgendwie so ein Dynamit? Mach einen Glückswurf. Wirklich? Mach einen Glückswurf, ne? Ich dachte ja, Roben oder so. Ja, Roben. 32, nein, nicht geschafft. Ich habe nur noch 13 Glück. So viele Ruderboote, ergo so viele Leute. Das heißt, irgendwo müssen die einen Weg geschlagen haben, oder? Man kann Spuren im Sand finden. Also ganz ohne jede Probe von den ganzen Booten führt eine große Spur von getreten von vielen, vielen Füßen ins Landesinnere. Der kann man ganz leicht folgen.
Sehr gut. Folgen wir denen vorsichtig. Ja, dann ein wenig ins Dickicht hinein. Auf dem Weg reiße ich mir immer so ein Blatt oder ein Ästchen also ab. Allgemein die Insel ist hügelig, wurde auch einst durch einen Vulkanausbruch aufgeschwemmt. Etwa in der Mitte liegt ein Krater, bewaldet, und an den Seiten des Kraters ist behauener schwarzer Basalt zu erkennen, zwischen den Bäumen und den Gräsern. Und die Spuren führen dahin. Und ihr seht sehr schnell, es ist ein sehr alter, antiker Tempel. In einer sehr fremdartigen Bauweise. Also das Kuppeldach, das irgendwann mal damals vor langer Zeit weggebrochen. Das ganze Gebäude ist stark nach unten gesunken, in den Sand. Deswegen ragt das Tempeldach jetzt nur noch einige Meter über dem Boden. Die Außenseite des Tempels ist sehr glatt. Und an der Außenmauer wurde ein Tunnel im Sand nach unten gegraben. Also Teile des Sands einfach so weit ausgehoben, bis man zu dem ehemaligen Eingang des Tempels kam. Also einfach so eine Sandrampe nach unten ausgehoben und da gehen die Spuren rein. Verliert sich dann der Sand in einen kühlen Tempelgang. Okay, bevor wir da runtergehen, Bru, ich habe etwas für dich. Danke, M. Ich brauche keine Umarmung, danke. Gut. Es geht um Leben und Tod hier jetzt. Ich habe jetzt keine Zeit für deine Spielereien. Seien Sie nicht zu grob zu der Dame, Mr. Brubaker. Dann Sie kennen sie ja noch nicht. Habe ich viel zur Sache. Habe ich vielleicht doch nichts für dich. Braucht keine lange Kennenlernzeit. Ja, ich weiß ja von nichts. Also. Du weißt von nichts. Okay. Gehen wir leise hinunter. Könnte ja sein, dass sie Wachen aufgestellt haben. Ich folge euch. Dann können wir mal Fragen machen. 16, geschafft. Das geil. Ist eine 1. Schwieriger Erfolg. Nicht geschafft. Okay. Soll ich 8 Glück ausgeben? Nein, oder? Was hast du? Ihr beide hört etwas. Ihr geht in den Gang. Ein leichter Luftzug weht aus dem Gang. Und mit ihm dringt Geheul und ekstatisches Rezitieren von Versen an euer Ohr. Ein dystopischer Gesang ohne jede Harmonie. Oh je. Erkenne ich, was sie, also habe ich vielleicht irgendwann mal schon im Laufe der Zeit gehört, Was ist das für eine komische Sprache? Dunkles Ritual, Gebrabbel. Am Ende des Ganges erkennt ihr schließlich Licht des schwarzen, basaltenen Ganges. Es wird durch die zerstörte Kuppeldecke ins Tempelinnere geworfen. Der Gesang wird hier lauter. Der Gang endet am oberen Rand eines einzigen runden Raumes, der in Stufen wie ein Amphitheater geformt weiter nach unten geht. Über euch das zerstörte Tempeldach. In der Mitte des runden Raumes, ganz unten, liegt ein runder Teich, fast wie ein großer Brunnen. Das schwarze Meerwasser darin zeigt, dass er sehr tief sein muss. Vom runden Hauptraum zweigen am oberen Rand, wo ihr steht, noch die Andeutung einiger anderer Räume ab. Teilweise verfallen, teilweise noch begehbar. Aber richtig interessant wird's unten, bei diesem Brunnen. Da stehen zwei große Altäre. Die beiden Altäre flankieren einen schwarzen Stein. Ein schwarzer Monolith mit achteckiger Form, 5 Meter hoch und mit glatten Seiten. An der Spitze des Monolithen hockt eine gigantische Kröte mit alter, verwarzter Haut, Augen voll unermesslicher Gier und obszöner Grausamkeit. Statt Händen lange Tentakel, die stämmigen Beine enden in Hufen und das Maul ist voll spitzer Reißzähne und Geifer tropft daran runter. Auf den Boden des Tempels. Auf den Stufen
des Amphitheaters auf der untersten Stufe stehen sie. Mitglieder des Ordens des silbernen Zwielichts. Graue Roben, ein paar weiße. Es müssen um die 40 von ihnen sein. Oh Gott. Shit. Sie stehen da und singen. An den Altären, die Kröte flankierend, stehen zwei Männer. Einer in der weißen Robe des Ordensmeisters mit einem Stock. Der andere in der... Also der mit dem Stock hat die Robe des Großmeisters und der daneben die Robe des Meisters. Das sind Carl Stanford und Jonathan Scott. Ihr kennt die beiden. Auch von den Männern in den grauen Roben habt ihr einige schon mal in der Loge gesehen. Andere noch nie. Niemand, den ihr jetzt besonders wahrgenommen habt, aber ein bisschen Wiedererkennen ist durchaus da. Ohne den Gesang zu unterbrechen, treten Mitglieder an den Meister und den Großmeister heran, Carl Stanford und Jonathan Scott. Beide halten Messer und Schalen in den Händen. Und jedes Mitglied, das an die beiden herantritt, es bilden sich, während sie singen und die Kröte flankieren, zwei Reihen. Jedes Mitglied nimmt das Messer, schneidet sich damit den Unterarm auf und lässt etwas Blut in die Schale tropfen. Dann treten sie sich zur Seite, stellen sich in die Seite des Altars und intonieren weiter. Dann tritt der Nächste vor. Und der Nächste. Und der Nächste. Wenn die Schalen voll sind, drehen sich Carl Stanford und Jonathan Scott jeweils um und schütten das Blut in der Schale auf den schwarzen Stein, wo es sofort aufgesogen wird. Und die riesige Kröte auf dem Stein genüsslich schluckt. Sie windet sich in obszöner Freude. Das korpulente, schuppige Fleisch des Wesens faltet sich in Schichten nach unten und liegt in fette Ringen um die Hinterläufe. Ihr steht da oben, seht das Spektakel. Carl Stanford hält jetzt etwas hoch. Das Unterhemd des Flaktos. Und rezitiert die Glyphen, die darauf richtig abgepaust wurden. Scheiße. Offenbar kann er sie lesen. Ich lege das Gewehr an. Soll ich schießen? Ich meine, sie kennen sich besser aus als ich, aber der sieht mir wie der Anführer aus. Schießen Sie und ich lege auch an. Und ich hole Brubakers Pistole raus. Ihr könnt gleich schießen. Ich erzähle euch nur für den Flair, was er rezitiert. Als er fertig ist. Wechselt er wieder zu Englisch? Ich will aber gar nicht, dass er fertig ist. Ich will auch nicht, dass er fertig wird. Hat immer noch das Unterhemd gehoben. Ihr wollt gleich schießen. Ja, wir warten noch nicht ab, bis er da fertig ist. Naja. Wir sollten vielleicht nicht schießen. Immerhin haben sie uns noch nicht gesehen. Wenn wir den Großmeister umbringen können, dann können sie das Ritual vielleicht nicht mehr machen. Nun ja, ich denke, wir sollten... Oh, Golgoroth! Bereiter des Weges! Öffne die Tore! Herr des schwarzen Steins, gewähre uns die Gunst, deine Macht anzuzapfen, um die Wächter der Insel zu aktivieren. Was in ewigem Schlafe lag, soll nun erwachen. Und was auf den Meeresgrund verbannt, soll erneut auf Erden wandeln und seinen Platz finden unter den Göttern der alten Zeit. O Golgoroth, gewähre uns deine Macht. Schießt! Auf das wir nicht warten müssen, bis die Sterne richtig stehen. Ich drücke ab, wenn Emily sagt, schieß. Okay, ja, schießt. Schwieriger Erfolg. Gewöhnlich geschafft. Okay, ihr beide drückt ab. Du hast einen schwierigen Erfolg. Der Großmeister Carl Stanford tritt auf den Stein zu mit ausgestreckter Hand, um ihn zu berühren und sagt, dies ist mein Wunsch. Und noch bevor er seine Handfläche auf den Stein legt, Gott sei Dank. Halt deinen Schuss! Du kannst Schaden auswürfeln. Puh, Alter. So, das. Ich schwitze! Das. 13. 13 Punkte Schaden. Und ich lade direkt nach, sodass ich dem zweiten in der Rangordnung direkt. Du triffst? Ja. Carl Stanford. Der Schuss hallt.
durch den Tempel. Er stolpert nach vor, wird in den Rücken getroffen, so richtig an den schwarzen Stein. Na ja, schon eigentlich. Es ist so viel Schaden, dass er nicht mehr bei Sinn ist. Brubaker, du drückst ebenfalls an. Ich hätte auch auf Stanford geschossen, nur für den Fall. 6 Schaden. 6 Punkte Schaden. Falls okay. Logan daneben geschossen hätte, also. Nein, ihr beide habt getroffen. Ja. Und er bricht tot am schwarzen Stein zusammen. Passiert irgendwas, außer... Die Augen der Kröte zucken zu euch herum. Der Gesang verstummt. Jonathan Scott starrt auf ihn, auf den toten Carl Stanford, der seinen letzten Atemzug am schwarzen Stein aushaucht. Fährt herum, genauso wie die 40 Kultmitglieder. Und dann gibt es ein infernalisches Heulen aus dem Mund der riesigen Kröte am Stein. Und in dem Moment geht eine Verwandlung durch die 40 Kultmitglieder. Ey, come on, okay, ciao. Sie stürzen zu Boden, bilden patschige Arme und Beine mit Schwimmhäuten zwischen dicken Fingern aus, wie eine Mischung aus Mensch und Kröte. Der Kopf überdimensioniert groß mit langen, klebrigen Zungen, die aus ihrem Maul schnellen. Spitze Reißzähne, keine Krallen oder Klauen, Absatz der Reißzähne nur seine massige Gestalt, genau wie die Dinger, die ihr damals in dem Anwesen am Anfang der Kampagne gesehen habt. Nur, dass niemand mehr der Anwesen ist, der diese Viecher gesehen hat. Aber für euch und für die Zuseher, es sind genau die gleichen Kreaturen, die sich da jetzt aus den Roben der Ordensmitglieder wühlen und alle auf euch zu nach oben schießen. Ich denke, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir den Rückzug antreten. Run. Ist das mein Revolver? Ihr seht, wie Carl Stanford, der ja noch übrig ist, an den schwarzen Stein tritt, die blutige Hand des Großmeisters drauf drückt. Oh, darf ich nochmal abdrücken? Ja, ich wollte nämlich auch seine eigene. Ja. Aber Moment, also der ist nicht zur Kröte geworden. Der ist nicht zur Kröte geworden. Ja, im Moment, wo ich das sehe, drücke ich ab. Das ist jetzt wichtig. Auch. Entweder könnt ihr sofort rennen, was eure Chancen erhöht, oder ihr könnt so weit da bleiben, dass ihr das seht. Währenddessen kommen die Kröten von unten weiter auf euch zu. Ich renne. Okay, Brubaker dreht sich um und rennt. Echt? Ja, Brubaker schneller rennen als die anderen und so. Ach Gott. Also mein Charakter hat immer gesagt, er rennt, wenn Gefahr ist. Was macht mehr Schaden? Die Waffe, die Brubaker hat? Also sein Revolver oder das Teil da? Das, also das Gewehr macht mehr. Auf jeden Fall das Gewehr. Hast du das Gewehr? Ja, eigentlich schon. Ich habe das ja nie abgegeben. Nee, eigentlich steppst du es die ganze Zeit. Okay, dann kannst du damit schießen. Du legst damit also auf Jonathan Scott an. Ja. Ist das dann Gewehrflinte? Ja. Wenn ich sehe, dass du zögerst, rennen sie! Ich schieß trotzdem. Oh, warum hört niemand auf mich? Ich kann nicht gehen. Ich muss irgendwie bei dir bleiben. Du siehst, wie die Krötendinger hochkommen. Sie springen ziemlich schnell auf ihren Hinterbeinen. Trotzdem bleibst du stehen und schießt. Oh mein Gott! 4. Das ist ein extremer. Das ist extremer Erfolg. Extremer Erfolg. 17 plus 1 wie 8 plus 1 wie 6, der brauchst gar nicht würfeln, der Typ ist mausetot. Okay. Wie viel Schaden? 17 plus 3, also 20 plus noch plus, mehr. Okay. Boah, ich. Ja, würfle trotzdem, ne? Oder? Du drückst ab. Zum Flair. So, was hast du so? Also schon mal 20 plus was du würfelst. 5. 25. Und genau als Jonathan Scott beim schwarzen Stein ist, drückst du ab, beide Augen offen, triffst ihn und er schlägt direkt auf den Stein ebenfalls. Also richtig, wird richtig vornüber geworfen. Es ist ein Durchschuss durch den Rücken durch.
durch den in den Stein rein und der kriegt einen Crack. Ja, sogar der Stein kriegt so ein bisschen vibriert. Cool. Und dort bricht er zusammen. Guter Schuss und jetzt ich... Wir sollten gehen! Okay, und ich schnappe Emilys Hand oder sie schnappt meine und wir rennen. Auf dem schwarzen Stein steht, hockt Golgoroth, die Dämonenkröte. Die hatte eine, der hat eine Aktion aufgewendet, um die Kultisten alle in Kröten zu verwandeln. Ihr beide lauft jetzt alle. Mhm. Okay. Brubaker mit einer Runde Vorsprung. Brubaker hat Vorsprung. Ihr beide macht bitte eine Konstitutionsprobe, um festzustellen, ob die Kröten euch einholen. Normaler Erfolg. Ich habe extremer Erfolg. Normaler Erfolg, extremer Erfolg. Ich würfel einmal gesammelt für die Kröten. Die haben Konstitution 50. 75. Ihr wart noch rechtzeitig. Lauft rauf. Den Gang hoch. Hinter Brubaker. Die Kröten haben auch den obersten Rand dieses Amphitheaters erreicht und folgen euch rein in den Gang. Währenddessen hat Golgoroth wieder eine Aktion. Der kennt einige Zauber. Natürlich. Macht eine Probe auf seine MA. 60. Ja, extremer Erfolg. Hat wahrscheinlich 100 oder so. Er hat über 100 MA. Das ist ein regulärer Erfolg. Was ihr nicht seht, ist, wie aus dem schwarzen Stein etwas Dickes, Zähflüssiges, wie Blut, austritt, auf Carl Stanford zu und wie sich sein Körper dann wieder zuckend zu bewegen beginnt. Natürlich. Was ihr auch nicht seht, ist, dass Jonathan Scott, als er komplett starb, ihr habt ihn noch in den Todeszuckungen gesehen, zu einem kleinen Häufchen Asche zerfällt. Ihr seht es nicht, aber der war offenbar schon von Anfang an kein Mensch mehr. Brubaker, du bist draußen. Draußen aus dem Tunnel und im Sand. Sie sind hier noch hinter dir. Wachen oder so? Nein. Hörst du ein Grunzen, ein Heulen, ein Patschen? Ist dieser Tunnel, der gegraben wurde, zu dem Eingang abgestützt mit irgendwelchen Balken? Nee, das nicht. Also wenn du Sprengstoff hättest, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, ja, aber er ist nicht abgestützt. Nee. Dann renne ich weiter zu den Booten. Weiter zu den Booten. Ja. Okay. Ihr beide kommt direkt danach aus dem Tunnel. Die Kröten hinter euch, ihr hört sie, ihr wisst, dass sie da sind. Ihr jagt aus dem Tunnel über den Strand, wenn ihr das wollt. Wo wollt ihr hinlaufen? Ja. Okay. Lauft, 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 jetzt zieht ihr. Warte mal, kurz bevor wir laufen, ich halte dir die ganze Zeit deine Hand dabei. Captain Logan, Sie können ruhig Emily zu mir sagen. Alle meine Freunde nennen mich so. Oder Em, oder Emmy, oder ich. Ihr seht vor euch Brubaker, wie er eins der Boote nimmt, zu Wasser zieht. Brubaker, du drehst dich um. Du siehst die beiden dem Strand entlang auf dich zulaufen, zwischen Bäume hervorkommend. Dann ist es ein paar Sekunden ruhig und dann kommen 40 Kröten hinter ihnen nach, die über den Strand springen, sich auf ihren dicken Hinterbeinen fortbewegen, teilweise sich in dem Strand suhlen und so entlang schlängeln, so in die Breite gehen und alle ihnen nach. Ich schiebe schon ein Boot ins Wasser. Kommen Sie! Ja! Bereit alles vor und springt dann ins Boot. Wir springen dazu, oder? Habt ihr Steuerboote oder so? Braucht man Steuerboote für ein Ruderboot? Nee, aber macht dann mal eine Stärkeprobe. Ich möchte einfach feststellen, nur genau wie vor schnell genug seid. Ihr habt euch schon einen Vorsprung erkämpft. 45, gewöhnlich geschafft. Okay. Du machst das Boot bereit, ruderst. Emily und Captain Logan patschen ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser, rein ins Boot, hinter euch die Kröten und Brubaker rudert und rudert und rudert und rudert, während die Kröten... Sobald ich da drin bin, drehe ich mich wieder um und schieße auf die. Schieß.
16. Schwierig. Fast extrem. Fast extrem. 9. 9 Punkte Schaden, okay. Der Vorderste springt ins Wasser, patscht auch unbeholfen ins Wasser. Du schießt ab und er überschlägt sich richtig. Bam! Grünes Blut tritt aus und dann bleibt zuckend am Strand liegen. Ja, nachladen und immer weiter. Immer weiter. Okay, du lädst nach. Brubaker rudert und rudert, während du anlegst. Noch ein Schuss. Bam! Den nächsten hat's erwischt. Noch ein Schuss. Wieder einen hat's erwischt. Oh. Während ihr entfernt. Geil. Noch ein Schuss. Wieder einen hat's erwischt. Und sie schleifen sich dann ein, alle am Strand, so halb im Wasser. Und starren euch nach. Während Brubaker immer weiter und weiter nach draußen rudert. Richtung zurück zu den Klippen. Oh Gott. Vögel, Menschen, Krötenwesen, ich gehe nie wieder hin und so. Aber die, was haben wir, es jetzt aufgehalten? Ich weiß nur, dass Gorgorov ziemlich angepisst ist und das gefällt mir. Kann mich irgendwie ablösen? Ja, lassen Sie mich. Ihr rudert weiter, seid außer Reichweite. Und ihr seht, wie die ganzen Kröten am Strand, die die Verfolgung dann aufgegeben haben, sich irgendwann vom Strand entfernen, wieder zurück Richtung Tempel. Ich hoffe, dass da keiner mehr dieses Unterhemd entziffern kann. Sollen wir jetzt als nächstes einfach zu den Koordinaten fahren und dann auf gut Glück schauen, ob da jetzt eine Insel kommt oder nicht? Ich springe mal kurz zurück. Was ihr nicht mehr seht, ist, dass Carl Stanford sich aufgerichtet hat am schwarzen Stein, sich auf seinen Stock stützt. Seine Robe ist zerrissen von dem Schuss und die Teile der Haut, die ihm wehlen, die haben sich durch dicke Krötenhaut ersetzt. Er dreht sich um, starrt kurz auf das Häufchen, das Jonathan Scott war, blickt hoch zur Kröte Golgorov, dessen Geifer ihm auf den Kopf tropft. Und dann kommen die ersten der Krötenwesen zurückgehüpft in den Tempel. Hüpfen die Stufen runter. Hüpfen teilweise, kriechen sie. Und während sie kriechen, verwandeln sie sich zurück in jetzt nackte Menschen. Und während sie sich zurückverwandeln und zurück zum Stein gehen, nehmen zwei von ihnen die Messer und ein paar von ihnen fallen übereinander her. Oha. Töten sich mit den Messern, fallen in Ekstase übereinander her. Achso, das kennen wir ja eh. So dass immer mehr Blut am Boden ist. Nicht alle, aber einige. Diejenigen, die es nicht erwischt hat, formen einen Kreis um den schwarzen Stein und um Carl Stanford und um die, die übereinander herfallen, sich beißen, kratzen, mit dem Messer töten, ihre Wunden aufreißen. Und das ganze Blut am Boden wird weiter in den Stein gesogen, während Stanford seine Hand an den Stein legt. Und jetzt zu Ende bringt, was er vorhin nicht konnte. Dies ist mein Wunsch. Alle anderen, die es nicht erwischt hat, treten ebenfalls vor an den Stein, legen ihre Hand an den Stein und intonieren. Dies ist mein Wunsch. Ihr schippert am Meer. Und ihr seht dann plötzlich, dass überall auf der Osterinsel ein grünliches Leuchten entsteht. Ein grünes Leuchten wie aus den leichenhaften Untiefen der See, wo schleimige Pflanzen über Äonen alte Ruinen gewachsen sind. Das Leuchten kommt aus den Augen der Moai. Jede Steinstatue auf der Insel leuchtet. Die Augen einer jeder Steinstatue leuchten. 600? Über 600. Und dann beginnt das Beben. Ein gewaltiges Beben. Irgendwo tief unter euch. Außerhalb im Ozean.
Ein konstantes Beben, irgendwo draußen im Meer. Die See wird unruhiger, es türmen sich Wellen auf. Gigantische Wellen. Ich denke, wir rudern so schnell wie möglich an Land, oder? Ja. Zu den Klippen? Ja. Schnellster Weg. Gut. Wenn ihr den schnellsten Weg nimmt, schafft ihr es zu den Klippen. Ihr lauft an der Steilwand. Das ist tatsächlich eine sehr gute Position in dem Moment gerade. Die 300 Meter Steilwand hinauf, hinauf, die Serpentinenstufen hoch, 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 hoch. Ihr seht im Wasser, wie sich meterhohe Wellen auftürmen und auf die Insel zukommen. Während immer noch das Beben immer weiter geht, weiter geht, weiter geht, weiter geht. Und wie ein kleiner Tsunami rollen die Wellen auf die Osterinsel zu und zerschellen an der Steilklippe. Ihr lauft, ihr lauft, ihr lauft, ihr lauft, bis ihr hochkommt an die höchste Stelle, dort, wo die kleinen Häuser stehen. Und beängstigend nah unter euch die Wellen zerbrechen, zerschellen. Ich fürchte, wir haben es nicht geschafft. Aber wir haben doch auf ihn geschossen. Wir haben auf beide geschossen. Wieso hat das nicht gereicht? Wir haben nur das Unausweichliche ein wenig verzögert. Was bedeutet das jetzt? Die Welt wird untergehen. Irgendwo im Pazifischen Ozean hebt sich gerade eine Insel vom Boden des Meeres nach oben. Eine tote, verlassene Insel, voll schleimiger Strände und voll alter, schwarzer Basaltbauten. In der Mitte ein Tempel, schwarzer Basalttempel mit einem gigantischen Tor. Und in diesem Tor, das seht ihr jetzt nicht, aber ich beschreibe es euch, zwischen beiden Torflügeln prangt ein Loch, eine Ausnehmung für eine goldene Scheibe. Und das ist das Ende dieses Abenteuers. Ihr seid auf Orongo, der Kultstätte der höchsten Erhebung der Osterinsel, während ein Beben immer noch durch die ganze Insel geht, Wellen unter euch zerbranden, die Klippen brannten. Und eine Insel aus dem Meer gehoben wurde. Was bedeutet, dass wir noch das Finale vor uns haben? Denn die Kultisten müssen immer noch mit der Scheibe auf Rillier landen und sie in die Tempeltür einsetzen, um den Tempel zu öffnen. Aber wir wissen, wo das ist und vielleicht sind wir einfach vor ihnen dort. Und damit verabschieden wir uns für heute, gehen in ein grandioses Finale dieser Kampagne. Ich sage danke, dass ihr mit dabei wart. Danke, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr diese Kampagne unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne auf Patreon tun. Das hilft uns sehr, dass wir diese Kampagne hier zu einem Ende bringen können und vielleicht auch mal an eine nächste denken. Bis bald.